Sie sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir zusammen mit der Berliner Datenschutzrunde diese Veranstaltung machen. Das ist ja für manche von uns die dritte oder vierte Veranstaltung dieser Art. Heute ist es etwas anders, weil wir in einem inneren Kreis sitzen und einem äußeren Kreis sitzen. Der äußere Kreis saß sonst an den Bildschirmen und jetzt sitzt er auch an den Bildschirmen bald, aber auch hier. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir jedenfalls zunächst mal unter uns diskutieren. Und später kann dann aber auch das Forum geöffnet werden. Bevor wir noch ein bisschen etwas zur Technik und zum Ablauf sagen, möchte ich zunächst Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und Herrn Gottsomzig kurz, da ist sie schon. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, meine frühere Kollegin, jetzt in neuer Funktion. Hier sitzen Sie. Es ist draußen eine Demonstration und deswegen Stau, deswegen ist der eine oder andere ein bisschen später gekommen. Herr Gottsomzig kommt auch kurz nach 11, dann sind wir komplett. Aber bevor wir anfangen, bevor ich nochmal die Regularien und so erläutere, dann kann Frau Leuthäuser sich auch akklimatisieren, freue ich mich sehr, dass wir hier zu Gast sind und möchte deswegen Herrn Graf und Frau Römmle oder umgekehrt kurz bitten, uns zu begrüßen. Liebe Damen und Herren und auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörer in unserem Livestream, ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier bei uns an der Hertie School. Es ist für uns eine Ehre und ganz spannend, so eine Veranstaltung im Haus zu haben. Mein Name ist Andrea Römmle. Ich bin hier im Haus, hier an der Hertie School, Professorin für Kommunikation in Politics und Civil Society sowie akademische Direktorin des Bereiches Executive Education hier an der Hertie School. Wir freuen uns sehr, dass wir das Forum Digitale Gesellschaft gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium und der Berliner Datenschutzrunde ausrichten können. Ich freue mich natürlich auch, hier im Publikum und wahrscheinlich auch im Livestream viele bekannte Gesichter zu sehen. Der ein oder andere aber kennt uns hier an der Hertie School vielleicht noch nicht. Deswegen erlauben Sie mir in aller Kürze ein paar Worte zur Hertie School, zur Geschichte der Hertie School. Wir sind eine private Hochschule, an der mit einem interdisziplinären Ansatz und sehr hohem Praxisbezug Public Policy gelehrt und erforscht wird. Das heißt, wer hier studiert, soll hinterher eine ganze Palette von Instrumenten und Methoden beherrschen, um gesellschaftliche Probleme zu analysieren und einen Beitrag zu deren Lösung zu erbringen. Das ist sicherlich kein geringer Anspruch, den wir hier haben. Und deshalb brauchte die gemeinnützige Hertie-Stiftung vor etwas mehr als 10 Jahren, wir haben in diesem Jahr unseren 10-jährigen Geburtstag gefeiert, auch sehr viel Mut, um diese in Deutschland vollkommen ungewöhnliche Hochschule ins Leben zu rufen. Heute, das kann ich sagen, sind wir alle stolz auf mehr als 800 Absolventen aus über 50 Nationen. 2012 wurde uns das Promotionsrecht verliehen und seither bilden wir neben den Masterstudierenden auch Doktoranden aus. Wir haben eine forschungsstarke internationale Fakultät. Einen meiner 20 Kollegen hier an der Hertie School, den Wirtschaftswissenschaftler Christian Traxler, werden Sie gleich noch näher kennenlernen. Er sitzt hier bei uns in der Runde. Sicher verstehen Sie, warum wir keinen Augenblick gezögert haben, als die Idee an uns herangetragen wurde, an diesem Forum mitzuwirken. Die digitale Gesellschaft beschäftigt uns als Governance School natürlich in all ihren Facetten und ich darf hier jetzt vielleicht auch eine persönliche Note noch mit hineinschieben. Ich selber forsche auch in den Bereichen soziale Medien, Big Data in Wahlkämpfen und habe natürlich auch ein ganz persönliches Interesse an diesen Themen. Gerade die Fragen des Datenschutzes im Spannungsverhältnis zur Informations- und Meinungsfreiheit, die Sie heute erörtern, ist ein Diskussionsthema unter unseren Studierenden. Und ich freue mich, viele von Ihnen hier auch im Publikum zu sehen. Für den Gesetzgeber ist das zweifelsohne eine harte Nuss. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, sehr geehrter Herr Minister, dass Sie hier den öffentlichen Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern in einem solchen Format auch suchen. Die Öffentlichkeit kann ja nicht nur hier im Raum, sondern auch via Livestream die Diskussion verfolgen und sich via Twitter einschalten.
Solche öffentlichen Foren sind bislang noch die große Ausnahme. Ich weiß nur von wenigen Beispielen, sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands. Auch aus meiner Forschung kann ich bestätigen, dass die Politik sich mit derartigen Beteiligungsformaten stärker wird auseinandersetzen müssen. Wir freuen uns also, dass wir seitens der Hertie School dieses beispielhafte Format unterstützen können. Sie haben sich ohne Zweifel viel vorgenommen heute. Ich wünsche Ihnen allen einen fruchtbaren Diskussionsverlauf, von dem wir alle später profitieren werden, und hoffe, dass Sie sich an der Hertie School heute alle wohlfühlen werden. Ich darf nun das Wort übergeben unserem Mitveranstalter, die Berliner Datenschutzrunde, und Ihrem Initiator, Herr Helmut Graf. Ja, ganz herzlichen Dank und herzlichen Dank direkt, dass Sie uns hier einen sehr schönen Ort zur Verfügung gestellt haben. Ja, sehr geehrter Herr Bundesinnenminister Dr. de Maizière, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Rugallo-Grote, sehr geehrter Herr Staatssekretär Billen und sehr geehrte Dialogteilnehmer, sehr geehrte Gäste im Zuschauerraum und im Livestream. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu einem gemeinsamen Dialogforum des Bundesinnenministeriums, der Berliner Datenschutzrunde, zusammengekommen sind und das auch in Partnerschaft mit der Hertie School of Governance. Sehr geehrte Gäste, Meinungsfreiheit und Datenschutz. Das Thema der heutigen Veranstaltung beschäftigt die Berliner Datenschutzrunde seit langem, seit ihrer Begründung vor einigen Jahren. Meinungsfreiheit und Datenschutz sind elementare Grundrechte. Durch die Digitalisierung wird die Sicherstellung dieser Grundrechte seit Jahren von neuen Herausforderungen gestellt. Die dabei aufgeworfenen Fragestellungen haben vielfältige rechtliche, politische, wirtschaftliche und soziale Dimensionen. Sie betreffen uns alle. Und als Vorstand eines mittelständischen Verlages erlebe ich diese Herausforderung Digitalisierung tagtäglich hautnah. Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft und damit einhergehend auch die Rolle des Datenschutzes. Zu beobachten ist dies insbesondere beim individuellen Umgang der Nutzer mit seinen persönlichen Daten. Für viele gehört es zum Alltag selbst, sehr private Informationen in sozialen Netzwerken, Foren und Blogs bedenkenlos mit vielen anderen zu teilen. Für andere wiederum ist dies kaum vorstellbar. Sie betrachten das als eine Art Rückfall in Dorfgemeinschaften alten Typs, in der jeder jeden kannte. Das schafft zwar Vertrautheit, aber auch gleichzeitig soziale Kontrolle, Einengung und einen Verlust von Privatsphäre. Und nicht nur die Technik hat sich verändert, sondern damit mit ihr teilweise auch die gesellschaftliche Vorstellung vom öffentlichen und privaten Raum. Ein moderner Datenschutz sollte diese gesellschaftlichen Entwicklungen einbeziehen und die heutigen Begebenheiten der digitalen Kommunikation berücksichtigen. Und zwar nicht nur hinsichtlich der technischen Dimensionen, sondern auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Werte. Vor diesem Hintergrund hat sich die Berliner Datenschutzrunde zum Ziel gesetzt, als parteiunabhängige, offene Gesprächsplattform Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zum Dialog für einen zukunftsorientierten Datenschutz zusammenzuführen und diesen zu fördern. Eine der derzeit dringendsten Fragen ist die nach dem Verhältnis von Öffentlichkeit zu Privatheit. Bis wohin hat die Öffentlichkeit ein Recht auf Informationen und wo beginnt das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre? Wie lange dürfen Informationen über Personen im Internet, insbesondere Suchmaschinen, abrufbar sein und wer kontrolliert das? Der Europäische Gerichtshof hat hierzu am 13. Mai diesen Jahres ein bedeutendes und, wie Sie alle wissen, viel diskutiertes Urteil gefällt, welches das Verhältnis von Information und Meinungsfreiheit zum Recht auf Privatsphäre im Internet neu justiert. Das Urteil hat einige Antworten auf Fragen gegeben, jedoch insbesondere Umsetzung viele neue Fragen aufgeworfen. Die Beantwortung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs aufgeworfenen Fragen belegt die Komplexität wiederum der mit der Digitalisierung verbundenen Veränderungen und erfordert einen intensiven Austausch aller gesellschaftlichen Akteure. Und auch zur Reform des europäischen Datenschutzrechts gab und gibt es diametral unterschiedliche Auffassungen, und das erleichtert die Verhandlungen auf europäischer Ebene nicht gerade. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einer sehr komplexen Debatte. Und deswegen sind diese Veranstaltung und der Austausch zwischen Akteuren aller Sektoren und Disziplinen so wichtig. Die Stimmen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft müssen sich gegenseitig Gehör schenken. Lassen Sie uns also gemeinsam die verschiedenen Positionen und Perspektiven anhören und verstehen, um eine gemeinsame Dialogbasis zu schaffen.
freue mich heute ganz besonders in dieser Dialogrunde mit renommierten Experten und in der Moderation von Herrn Bundesinnenminister Dr. de Maizière teilnehmen zu dürfen. Und ich wünsche allen Anwesenden heute einen fruchtbaren Austausch. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank an Sie beide, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Wir werden offen diskutieren. Jede Meinung ist erlaubt und erwünscht, allerdings diszipliniert und nach Regeln, sonst geht es nicht. Wir werden nicht das Internet an und für sich diskutieren. Wir werden nicht Big Data diskutieren, das haben wir neulich gemacht, sondern wir werden uns konzentrieren auf Datenschutz, Meinungs- und Pressefreiheit. Und deswegen, weil wir in der Schlussphase der Verhandlungen zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung sind und wir uns darüber austauschen wollen und ich mich gerne, meine Mitarbeiter und ich mich gerne beraten lassen wollen, ob das, was jetzt vorgesehen ist, auskömmlich ist oder ob es noch Veränderungen gibt und wenn ja, in welche Richtung. Und deswegen wollen wir uns darauf konzentrieren. Da wir jetzt im Livestream sind, braucht die Diskussion auch Regeln. Das, was wir sonst so gerne machen, so dazwischen reden und mal schnell einen Zwischenruf, ist schön, aber es hört keiner. Deswegen, und die Stimme allein ist jetzt auch noch nicht allen bekannt. Deswegen schlage ich ganz kurz vor, die Kamera geht dann rum, dass wir ganz kurz einmal mit Namen und Funktion uns vorstellen. Und dann mache ich sozusagen eine Bemerkung zum Ablauf und zur Gliederung. Und dann bitte ich auch darum, wenn wir jetzt im Laufe der nächsten zwei Stunden uns melden, auch wenn es irgendwie sonst unüblich ist, dass man immer noch mal ganz kurz seinen Namen sagt und vielleicht noch die Funktion, damit das einfach für diejenigen, die mithören, leichter ist mitzuverfolgen. Wir haben dann, das ist heute mal eine Premiere bei diesem Format, wir haben jetzt mal Live-Kommentare, die wir bekommen, da an die Wand geworfen, wer immer die auch schreibt. Wir können das also nur so am Rande verfolgen, wollen jetzt auch nicht wie im Kirchentag mit dem Anwalt des Publikums das hier alles irgendwie einspielen. Das einfach dient nur ein bisschen der Erfrischung der Debatte oder der Nutzung der entsprechenden Medien. Also jetzt machen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde, wirklich nur Name, Funktion und dann beginnen wir die Debatte. Bitte schön. Hallo, Fatima González-Torres von Ecosia und dort Head of Community Outreach. Hallo, wunderschönen guten Tag. Christian Traxler, Professor für Ökonomie hier an der Hertie School of Governance. Moritz Karg, Referent beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und dort zuständig für die Telemedien, Internet und Unternehmen wie Google und Facebook. Herr Kasper war eigentlich eingeladen und musste aus persönlichen Gründen heute absagen, was ich sehr bedauere, weil er ja einer der profilierten Datenschützer der Republik ist. Ja, das ist korrekt, ja. Wenn Sie ihm das berichten, dass ich das so gesagt habe, ja, dann freut er sich vielleicht. Vielleicht guckt er zu. Ja. So, bitte. Karl Eberhard Hein, Medienrechter an der Universität zu Köln. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, frühere Bundesjustizministerin, jetzt im Beirat, beratenden Beirat bei Google, um das Recht auf Vergessenwerden umzusetzen. Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen hier in Deutschland. Christoph Fiedler, Rechtsanwalt, Geschäftsführer Medienpolitik des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger, heute aber auch hier für den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, zugleich Chairman des Legal Affairs Committee der European Magazine Media Association und gemeinsam mit den Journalisten kämpfen wir seit ungefähr 4 Jahren zumindest den Status quo, der Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit im Datenschutzrecht gegen Datenschutz und Datenschutzaufsicht zu erhalten. Gerd Billen, Staatssekretär im jetzigen Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Thomas Stadler, Fachanwalt für IT-Recht und für gewerblichen Rechtsschutz. Ich blogge unter internetlaw.de über rechtliche und rechtspolitische Themen. Bernd Holznagel, ITM, Hochschullehrer in Münster. Indra Spieker, ich bin Inhaberin einer Professur für öffentliches Recht mit einem Schwerpunkt Informations- und Datenschutzrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt und leite dort auch die Forschungsstelle Datenschutz in der Nachfolge von Spiros Simitis. Oliver Süme, Vorstand von ICO, dem Verband der deutschen Internetwirtschaft und Präsident von EuroISPA,
dem Dachverband der europäischen Internet Service Provider Verbände. Matthias Spielkamp, ich bin Mitgründer und Redaktionsleiter von iRights Info. Das ist ein Online-Angebot, das seit knapp 10 Jahren über Rechtsfragen in der digitalen Welt berichtet und Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen Deutschland. Hans-Peter Dittler, ich bin Vorstand der Internet Society in Deutschland und Mitglied des Board of Trustees der Internet Society weltweit. Ja, mein Name ist Ulf Burmeier, ich bin Richter am Landgericht Berlin, aber heute nicht in dieser Funktion hier, sondern als Verfassungsrechtler. Michaela Zinke, ich bin Referentin für Verbraucherrecht in der digitalen Welt im Verbraucherzentrale Bundesverband. Thorsten Feldmann, JBB Rechtsanwälte. Ich bin Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und vor allem klassischer Presserechtler. Ja, das ist unsere Runde. Ich glaube, sie ist bunt und vielfältig zusammengesetzt. Wir haben jetzt gut 2 Stunden Zeit für die Diskussion. Ich selbst muss spätestens 13.15 Uhr diesen Raum verlassen. Frau Roger Grote wird dann mich vertreten. Und je nachdem, in welchem Stand der Diskussion wir sind, dann auch die offene Runde leiten, die wir dann noch anschließend haben. Wir wollen gerne diskutieren das Thema Meinungsäußerung von Privaten. Das ist im Wesentlichen der Fall Lindqvist. Dann wollen wir diskutieren den EuGH-Spruch zum Thema Google, Recht auf Vergessen, im Spannungsverhältnis zur Informationsfreiheit und was heißt das für die Europäische Datenschutzverordnung. Und als drittes das Thema Datenschutz und Pressefreiheit. Nun sind wir alle super diszipliniert, es wird trotzdem irgendwie Überlappungen geben, das ist manchmal so, aber wir sollten es trotzdem mal versuchen. Und ich habe einige gebeten, aus diesem Kreis ganz kurz, vielleicht in 5 bis 7 Minuten mal etwas, wie wir Juristen das nennen, in den Sachen Streitstand einzuführen, möglichst neutral und möglichst nüchtern, damit wir dann anschließend streitig diskutieren können. Und damit es nicht zu durcheinander geht, finde ich, sollten wir das auch in etwa so gliedern, dass wir also jetzt mit dem Fall Lindqvist, Meinungsäußerung von Privaten, beginnen. Dafür uns vielleicht eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen und dann zum Thema Google-Urteil übergehen. Wenn sich das ein bisschen überlappt und überschneidet, ist nicht so schlimm, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass wir es ein bisschen geordnet diskutieren. Zum Thema Lindqvist hatten wir uns im Vorfeld überlegt, dass Herr Feldmann uns kurz in den Sachen Streitstand einführt und als Co-Referent gegebenenfalls streitig dazu Herr Stadler. Und wir dann diskutieren. Wir machen das dann natürlich nach Reihenfolge der Wortmeldung. Wenn es einen nicht am Platz hält, kommt er natürlich zu einer Art Kurzintervention auch zwischendurch dran. Ich nehme mir das Recht, wenn es zu lang wird, einfach zu mahnen und zu kürzen, damit auch wirklich wir hier alle drankommen. Und irgendwie nach einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten oder so, müssen wir dann auch abbrechen und zu Google übergehen. Wer dann sich dazu noch äußern will, der ist ja geschickt genug, die beiden Wortmeldungen dann in der nächsten Runde miteinander zu verbinden. Also es wird wohl jeder irgendwie vernünftig drankommen. Wenn Sie so einverstanden sind und dazu, das müssen Sie, sonst geht es nicht, dann werden wir so verfahren. Und es beginnt jetzt Herr Feldmann und dann Herr Stadler und dann eröffnen wir die Diskussion. Bitte. Vielen Dank, Herr Minister. Persönlich kann ich sagen, dass ich mich mit Thomas Stadler noch nie gestritten habe, weil wir häufig einer Meinung sind. Ja, dann haben wir es falsch zusammengesetzt. Nein, das ist ganz wunderbar. Vielen Dank, Herr Minister. Wir haben uns ein bisschen vorbesprochen und Thomas Stadler wird sich mit Lindqvist im materiellen Recht beschäftigen. Ich werde die erste Frage kurz beleuchten, nämlich die Frage, ist es erforderlich und angemessen, Privatpersonen durch Datenschutz Aufsichtsbehörden zu kontrollieren, wenn sie twittern, posten oder Webseiten betreiben. Warum ist die Frage der behördlichen Kontrolle relevant? Wir haben sie jetzt nochmal im EuGH Google Spain Urteil gesehen. Gegenstand war dort eine behördliche Anordnung des spanischen Datenschutzbeauftragten oder zumindest hat er dort eine sehr wesentliche Rolle gespielt, sodass sich die Frage stellt, wie wird denn bei uns auch die Einhaltung des Datenschutzrechts insgesamt kontrolliert? Das ist natürlich komplett unproblematisch, solange es um die formalen Aspekte des Datenschutzes auf der technischen Seite geht. Also habe ich eine ausreichende Datenschutzerklärung auf der Seite, sind
werden Webanalyse-Tools richtig eingesetzt? Wie sieht es mit dem Nutzerdatenschutz aus? Also da ist natürlich eine Zuständigkeit der Behörden, der Landesdatenschutz auf Landesdatenschutzbehörden begründet. Schwierig ist es natürlich, wenn es um das geht, worum wir uns hier heute unterhalten, nämlich letzten Endes um die Mitteilung von Gedankeninhalten. Und dann werden wird die Frage gestellt, sind denn diese Gedankeninhalte mit dem Datenschutzrecht vereinbar oder nicht? Für die Presse haben wir da weniger Probleme, weil das Presseprivileg des 41 BDSG greift. Die Presse ist auch polizeifest. In Artikel 80 des Entwurfs der Datenschutzgrundverordnung. Ja, das werden wir noch sehen, wenn man, das ist so unproblematisch. Ja, werden wir sehen, aber es ist auf jeden Fall weniger problematisch als, als im Bereich der Non-Media Entities, nennen wir sie mal, über die ich hier jetzt sprechen möchte. Bei Personen und Personengruppen, die also nicht den klassischen Medien zuzuordnen sind, ist auch eine Kontrolle von Gedankeninhalten, zumindest verfassungsrechtlich nach dem Wortlaut von Artikel 5, nicht gänzlich ausgeschlossen. Also wenn man sich das durchliest, dann verbietet der Artikel 5 Absatz 1 in Satz 3 nur die Vorzensur. Und das könnte man ja eh contrario annehmen, dass also andere behördlichen Maßnahmen gegebenenfalls schon möglich sind, verfassungsrechtlich möglich sind, unterhalb der Zensurschwelle. Allerdings wir müssen uns mal überlegen, was passiert denn da? Würde eine staatliche Stelle zur Kontrolle von Kommunikationsinhalten herangezogen, im Sinne einer Äußerungspolizei? Das kennen wir bislang nicht. Die behördliche Stelle, die hätte auch die Möglichkeit, durch Zwang Äußerungen und vielleicht auch wahre Informationen zu unterdrücken. Das ist ja genau das, was passiert ist im Fall von Google Spain. Das war eine wahre Information, die war noch nicht mal rechtmäßig. Die wurde auch rechtmäßig im Internet zum Abruf bereitgehalten. Und es gab eine behördliche Stelle, die das beanstandet hat. Und wenn man sich dann das Instrumentarium bei uns anguckt, also Bußgelder, die bestrafend wirken sollen, dann muss einem das zunächst einmal Unbehagen verursachen. Wir kennen natürlich behördliche Aufsichtsmaßnahmen im Bereich der Medien, zum Beispiel im Jugendschutzrecht, aber worum es hier geht, ist ja eine umfassende Kontrolle von Kommunikation, sobald ich im Internet über jemand anderen etwas sage. Und eine derart umfassende behördliche Kommunikationsregelung im Einzelfall auch, die wäre neu. Warum ist das noch ungewöhnlich? Es geht ja hierbei eigentlich ausschließlich um die Durchsetzung privater Interessen. Wenn jemand was über mich sagt, dann ist die Öffentlichkeit da ja in der Regel nicht mit befasst. Das ist wie der Nachbarschaftsstreit im Internet. Warum soll da jetzt eine Behörde eingreifen? Wenn man mal den Vergleich zieht zu anderen Rechtsgebieten, der Staat hält sich aus solchen Dingen auch gerne mal raus. Zum Beispiel in der StPO gibt es die Privatklage. In diesem Bereich sagt der Staat, ich klage das nicht an, selbst wenn es zu strafbaren Persönlichkeitsrechtsverletzungen kommt. Also zum Beispiel zu übler Nachrede, Verleumdung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Beleidigungen. Da wird der Staatsanwalt nicht tätig. Der Betroffene muss sich selbst darum kümmern. Und wenn man jetzt hier überlegt, dass sich sogar der Staat um rechtmäßige Äußerungen kümmern soll und vielleicht sogar der Staat mit Bußgeldern rechtmäßige Äußerungen belegen können soll, ist das mit diesem System, das wir bisher hatten, finde ich, weniger in Einklang zu bringen. Dann ist natürlich auch die Frage, brauchen wir das? Brauchen wir Behörden, die Individualkommunikation überwachen? Ich der Auffassung nein, weil unser zivilrechtliches Schutzsystem sowohl im Hinblick auf das materielle Recht als auch in Bezug auf das Verfahrensrecht effektiver ist. Wir haben eine seit bald 5 Jahrzehnten austarierte Rechtsprechung im Verhältnis von Meinungsfreiheit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht. Die Gerichte sind mit Spezialkammern für persönlichkeitsrechtliche Sachverhalte ausgestattet. Es gibt prozessuale Eilverfahren. Damit kann das Datenschutzrecht, so wie wir es gegenwärtig kennen, und auch das damit verbundene Verfahrensrecht nicht mithalten.
Vor allem sind die verwaltungsgerichtlichen Verfahren langwierig. Also wenn man sich da mal überlegt, dann kommt die Beanstandung tatsächlich von der Behörde, vielleicht kommt ein Bescheid nach 38.5 und da gehe ich dann gegen vor. Das dauert, jeder, der es gemacht hat, weiß, man spricht da von einem Zeitraum von einem Jahr, anderthalb mindestens, bei der Frage, war eine bestimmte Äußerung rechtmäßig oder nicht. Hinzu kommt noch ein weiteres Problem, das sich vielleicht beheben lässt in Zukunft, aber gegenwärtig sehe ich das zumindest so. Ich mache seit 15 Jahren, bin ich anwaltlich tätig für Medien, aber auch für Betroffene, auch im Datenschutzrecht. Und ich habe auch sehr viel mit Behörden, mit Datenschutzbehörden zu tun. Und auch in Fällen, die ein bisschen prominenter sind. Und was mir immer aufgefallen ist, ist, dass die Arbeit der Datenschutzbehörden vom Verbotsprinzip geprägt ist. Und das Datenschutzrecht ist ein einseitiges Schutzkonzept zugunsten des Betroffenen. Und das haben die Datenschutzbehörden jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgesetzt. Die Raison d'être des Datenschützers ist nicht das Erlauben. Und ich habe es leider in meiner Praxis erfahren müssen, dass die Datenschutzbehörden auf Meinungsfreiheit weniger sensibilisiert sind, gerade wenn es um die Kollision von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht geht, die ja eine hochsensible Abwägung erfordert. Das habe ich in der Vergangenheit ziemlich vermisst. Das ist auch öffentlich. Man braucht sich dann nur mal die Tätigkeitsberichte der Landesdatenschutzbeauftragten anzuschauen, was die in der Vergangenheit alles beanstandet haben, was dann ein halbes Jahr später vom BGH wirklich als evident rechtmäßig durchgewunken wurde und vom Bundesverfassungsgericht noch nicht mehr zur Entscheidung angenommen wurde. Also hier wird man dann auf jeden Fall nachrüsten müssen. Abschließend möchte ich vielleicht noch einen Blick werfen auf die EU-Grundrechtecharta in Artikel 11, deren Wortlaut wir natürlich alle im Kopf haben. Dort heißt es, vielleicht wird uns dann nämlich die Entscheidung genommen, ob man Behörden einsetzen darf. Dort heißt es, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe zu empfangen und weiterzugeben. Und meiner Auffassung kommen wir hier sehr nah in diesem Bereich, dass behördliche Eingriffe in den Kommunikationsprozess erfolgen. Vielen Dank. Die Frage ist nur, wie wir es dann regeln in der Datenschutzverordnung. Ich komme gleich mit ein paar Fragen noch für die Debatte. Herr Stadler, bitte. Ja, also ich bin an sich gebeten worden, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Bruch darstellt, wie Sie eingangs schon gesagt haben, den Fall Lindqvist ein bisschen vorzustellen, damit wir im Grunde wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Es handelt sich um eine Entscheidung, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, schon ein bisschen älter, aus dem Jahre 2003, in der es um die Verwendung von Personendaten auf privaten Websites geht. Der Sachverhalt ist grob folgender. Eine Frau Lindqvist aus Schweden hatte eine private Website über eine Kirchengemeinde erstellt, deren Mitglied sie auch war und auf der sie Informationen über verschiedene Mitglieder der Kirchengemeinde eingestellt hatten. Das waren zum Teil der vollständige Name, teilweise nur der Vorname und zum Teil auch weitere Daten wie Telefonnummern, Informationen zu den Familienverhältnissen und in einem Fall sogar Informationen über eine Erkrankung. Das hat Frau Lindqvist in Schweden, man höre und staune, eine strafrechtliche Verurteilung eingebracht und ein schwedisches Strafgericht hat die Sache dann dem EuGH vorgelegt mit verschiedenen Fragestellungen zur Anwendbarkeit der Datenschutzrichtlinie. Und der EuGH hält die Datenschutzrichtlinie auf diesen Sachverhalt für anwendbar und seine Kernaussage lässt sich wohl folgendermaßen zusammenfassen. Wer auf einer Website, sei es jetzt eine private oder kommerzielle Website, auf verschiedene Personen hinweist und diese entweder durch ihren Namen oder auf andere Art und Weise, durch Angaben von Telefonnummern, Informationen über ihr Arbeitsverhältnis, über Freizeitbeschäftigung oder ähnliche Dinge erkennbar macht, nimmt eine, und das ist wichtig, automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der Richtlinie vor. Frau Lindqvist hatte sich demgegenüber A auf ihre Meinungsfreiheit berufen und darauf, dass Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie die sogenannte Haushaltsausnahme vorsieht, dass eine Datenverarbeitung zu ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken gar nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
fällt. Der EuGH hat gesagt, nee, diese Ausnahme greift hier nicht. Die Ausnahme betrifft wirklich nur das engste Privat- und Familienleben von Einzelpersonen. Und Veröffentlichungen im Internet führen allerdings dazu, dass Daten einer unbegrenzten Zahl von Personen zugänglich gemacht werden. Und das geht eben über den persönlichen und familiären Bereich hinaus. Zum Thema Meinungsfreiheit merkt der EuGH dann nur eher knapp an, dass die Datenschutzrichtlinie keine Beschränkungen enthalten würde, die gegen den allgemeinen Grundsatz der Meinungsfreiheit und die entsprechenden Regelungen der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen. Die Grundrechtecharta der EU gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Und der EuGH sagt dazu dann auch noch, dass es Sache der nationalen Behörden und Gerichte sei, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Interessen, insbesondere auch zwischen den verschiedenen kollidierenden Grundrechten zu schaffen. Die Folge dieser Rechtsprechung ist es, zusammengefasst, jeder, der im Internet Informationen veröffentlicht, die Personenbezug aufweisen, verarbeitet damit auch automatisiert Daten im Sinne der Datenschutzrichtlinie und unterfällt damit dem Datenschutzrecht. Das betrifft wirklich jeden, der in sozialen Netzen, auch wie Facebook oder Twitter, postet. Es betrifft auch Blogger und natürlich auch Journalisten und kommerzielle Online-Medien. Ich möchte hier vielleicht nochmal zum Abschluss ganz kurz noch eine These in den Raum stellen, die ich für diskutabel halte, die man vielleicht auch diskutieren wird. Ich denke, man sollte nicht nur darüber nachdenken, diese sogenannte Haushaltsausnahme für Privatpersonen auszuweiten, sondern vielmehr auch darüber, veröffentlichte Informationen ganz generell vom Anwendungsbereich des Datenschutzrechts auszunehmen. Also meines Erachtens dürfte das möglicherweise der einzige Weg sein, das Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Meinungsfreiheit sachgerecht aufzulösen und zu vermeiden, dass das Datenschutzrecht zu einem Instrument der Informationsunterdrückung wird. Die Folge einer solchen Regelung wäre nicht, dass man alles und jedes im Internet veröffentlichen darf, sondern dass man eigentlich zu einer klassischen ergebnisoffenen Grundrechtsabwägung zurückkehrt und die Informations- und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite immer gegen das Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite abwägt. Und das ist etwas, was ich für veröffentlichte Informationen für sinnvoll halte und auch denke, dass man mit so einem Ansatz zu einer sachgerechten Lösung käme. Das wäre möglicherweise auch anders dogmatisch aufgezogen, nur ein etwas erweitertes Medienprivileg. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war eine, glaube ich, sehr gute und knappe Einführung des Konfliktgegenstandes. Ist das überhaupt ein Fall von Datenverarbeitung? Wohl ja. Was heißt das? Dann rechtlich gesehen, hilft die Haushaltsausnahme? Wenn aber der Tischtennisspieler Timo Boll Millionen von Followern hat und teilt er etwas mit, ist das dann irgendwie noch privat? Wer ist Grundrechtsträger? Ist das nur die Privatperson oder auch jemand anders? Kommt es auf den Äußerungszweck an? Wer soll das alles überprüfen? Erfällt man die Rolle der Landesdatenschutzbeauftragten nach Verabschiedung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung? Ist auch nochmal eine Frage. Wer dann noch wie was zu sagen hat, diskutieren wir heute nicht. Aber wie kommen wir dann zu einer halbwegs einheitlichen Praxis in Europa? Und wie gehen wir damit um? Das ist jetzt Gegenstand der Debatte in der nächsten Zeit und Herr Fiedler war der Erste, der sich gemeldet hat. Weitere Meldungen habe ich noch nicht, das kann gar nicht wahr sein. Okay, jetzt geht's los. Frau Spieker, dann die Nächste. Bei der privaten Meinungsäußerung. Noch kurz sagen, wer Sie sind. Und Christoph Fiedler, Zeitschrift- und Zeitungsverlegervertreter. Bei der privaten Meinungsäußerung, bei der nicht-journalistischen und bei der journalistischen Meinungsäußerung geht es grundrechtlich und auch politisch um die gleiche Frage. Und ich versuche das nochmal auf den Punkt zu bringen. Und nehmen Sie als Beispiel, das sind alles reale Fälle, nur leicht gemischt, eine private Homepage, ein Flugblatt, ein Nachrichtenmagazin berichtet eher leicht kritisch darüber, dass ein Bildhauer, der angeblich Scientologe sei, einen Auftrag für die Verschönerung des Marktplatzes bekommt. Oder ein Gemeindebrief berichtet unter Namensnennung über Auseinandersetzungen mit einem Kritiker der Gemeinde oder über Subventionen für einen Unternehmer, der angeblich zum eigenen Vorteil andere Projekte in den Sand, in den Konkurs gesetzt hat. Oder selbst eine im öffentlichen Leben stehende Person soll angeblich
die Mutter des unehelichen Kindes gebeten haben, nicht ihn anzugeben, dann müsse er nämlich zahlen und es werde bekannt, sondern der Staat solle das doch mit den Vorschüssen zahlen. Das sind alles Sachen, die können Private machen oder Journalisten. Im ersten Fall waren es tatsächlich Private bei dem Scientologen. Die Frage ist immer die gleiche. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist grundrechtlich und in der Ausgestaltung der einfachen Gesetze das Recht, durch Äußerung personenbezogene Daten auch gegen den Willen des Betroffenen und so lange frei zu äußern, bis sie auf eine Schranke treffen. Und Datenschutz ist das Gegenteil. Datenschutz ist das Verbot der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, es sei denn, man hat die Einwilligung oder aber einen besonderen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund. Das sind die Prinzipien und die wurden von den Kollegen ja auch schon beschrieben, wie sie sich dann teilweise sogar organisatorisch in der Praxis der zur Umsetzung der Gesetze eingesetzten Sachverhalte äußern. Und die Frage ist auch für beide im Prinzip ähnlich, was machen wir jetzt im Datenschutzrecht? Wir haben eine, und das ist ein Grund, warum ich glaube, das hier schon so früh sagen zu müssen, wir haben vielleicht noch ein Missverständnis dahingehend, dass es bei der journalistischen Meinungsfreiheit und Äußerung kein Problem gäbe. Wir haben bislang im geltenden Recht 41 Bundesdatenschutzgesetz und auch in der geltenden Datenschutzrichtlinie einen relativ klaren europarechtlichen und einfach gesetzlichen Schutz der journalistischen Äußerung, Recherchearbeit dahingehend, der sagt, auf die findet das Datenschutzrecht und die Datenschutzaufsicht keine Anwendung. Die Ausnahme vom Datenschutzrecht, die bedeutet nicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der zuweilen übersehen wird, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen, über den berichtet wird, keine Berücksichtigung findet. Aber es machen die Kollegen von Herrn Bürmeier in der Funktion als Richter am Landgericht in den Pressekammern, indem sie im Rahmen des Äußerungspersönlichkeit-Medienrechts alle Aspekte auch auf der beeinträchtigten betroffenen Seite berücksichtigen. Nur eben kein Datenschutzrecht, das viel restriktiver ist, dem Verbotsgrundsatz, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, huldigt statt umgekehrt, Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, das ist Meinungsfreiheit, und auch keine Datenschutzaufsicht. Diese Ausnahme ist in höchster Gefahr. Wenn man sich anguckt, was Europa auf dem Tisch liegen hat, in Kommission, Rat und Parlament, dann gab es bislang eine Verpflichtung in der Richtlinie der Mitgliedstaaten, die Meinungsfreiheit, journalistische Datenverarbeitung von Datenschutzrecht und Aufsicht auszunehmen. Im Rat wird diese Verpflichtung im Grunde genommen gekippt und man sagt, die Mitgliedstaaten sollen Datenschutz und Pressefreiheit gegeneinander ausbalancieren. Das kann ein Europarechtler sehr schnell so verstehen, dass er sagt, bislang sollten die Mitgliedstaaten die Meinungsfreiheit, die journalistische, ausnehmen vom Datenschutzrecht und jetzt sollen sie ausgleichen. Also es muss schon doch auch ein bisschen Datenschutzrecht sein. Das heißt, in der Konsequenz nach Ratstext ist nicht einmal ausgeschlossen, dass wir überhaupt nicht mehr unsere Ausnahme des 41 Bundesdatenschutzgesetzes aufrechterhalten können. Weil der EuGH irgendwann sagt, ja, das war das alte Recht. Aber jetzt wird mit dem Balancieren ja deutlich gemacht, dass auch auf die Meinungsfreiheit Datenschutzrecht in irgendeiner Form Anwendung finden muss. Und das Parlament ist auch nicht sehr gut. Und deshalb die Schlussfolgerung, es muss Chefsache werden. Der Regierung, der Mitgliedstaaten, die wollen, dass wir die Pressefreiheit zumindest auf dem Status quo erhalten, dass diese Verpflichtung der Mitgliedstaaten zum Schutz erhalten bleibt. Und was die nicht journalistische Datenverarbeitung anbelangt, glauben wir, dass der sachlich bessere Weg ist, diesen Schutz einfach auszudehnen. Da gibt es auch Textvorschläge über das Journalistic Data Processing, was erhalten bleiben muss wegen Recherche etc. auf other forms of exercising freedom of expression. Dann hat man im Ergebnis einen Schutz dessen, was die Herren Feldmann und Stadler eigentlich ja gut beschrieben haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mit der Chefsache ist so eine Sache. Man muss ja immer gucken, was dann die Chefs regeln sollen. Und darüber reden wir ja gerade. Also wie müsste es dann in der Datenschutzgrundverordnung geregelt werden? Zum Beispiel, indem man es europäisch ausdrücklich ausschließt oder eine Kollisionsnorm macht. Denn dass wir hier Konflikte haben, ist ja, glaube ich, offenkundig. Frau Spieker, dann Herr Holznagel, dann Herr Karg auf meiner Liste. Bitte. Ich bin Herrn Fiedler ausgesprochen dankbar, dass er nochmal auf diesen inhärenten Konflikt hingewiesen hat. Meinungsfreiheit ist auf Öffentlichkeit und auf Verbreitung ausgerichtet und Datenschutz ist es nicht. Aber deswegen ist weder der Datenschutz schlechter noch die Meinungsfreiheit besser, sondern beides hat einen Platz in unserer Gesellschaft und den Platz gilt es auszutarieren.
Das vorausgeschickt möchte ich noch eine zweite Differenzierung stark machen, die bis jetzt noch nicht gekommen ist, nämlich, dass wir unterscheiden müssen, was die Datenschutzgrundverordnung nicht tut, zwischen dem Online- und dem Offline-Umgang mit Daten. Es ist was anderes, ob ein Flugblatt verbreitet wird, ob jemand in einem privaten Umfeld bestimmte Dinge verbreitet oder ob das für jedermann zugänglich im Internet, in einem sozialen Netzwerk, in einem Blog etc. passiert. Das sind fundamentale Unterschiede deshalb, weil wir ganz andere Rechtsdurchsetzungs- und Rechtskontrollmechanismen überhaupt nur einsetzen können. Im Internet befinden wir uns in einem globalisierten Raum mit Massenverletzungen. Das ist einfach ersichtlich, die der Einzelne überhaupt nicht mehr abwehren kann. Und das ist etwas völlig anderes als der klassische, auch pressemedienrechtlich gewohnte Anspruch gegenüber dem einzelnen Blatt, das in irgendeiner Form eine Falschrepräsentation oder Überrepräsentation durchführt. Das geht weiter, dass eben schon die Fraglichkeit besteht, wer eigentlich ein Interesse an den Informationen, die im Internet bestehen, eben hat und das auch geltend macht und unter welchen Umständen. Und insofern sollte man, das ist eine ganz grundlegende Kritik an der Datenschutzgrundverordnung, die eben genau diese Unterscheidung nicht aufgreift, sondern alles in einen Topf wirft. Und da sollte man schon auch, wenn man über die Fragestellungen Lindqvist nachdenkt, den EuGH ernst nehmen, der genau diese Unterscheidung in dem Urteil nämlich erkannt hat und gesagt hat, für den Internetbereich sind wir strikter als für andere Bereiche der Datenverarbeitung. Wenn man das vorausgeschickt hat, dann ist auch klar, dass man hier durchaus drüber nachdenken muss, ob man eben auch Private in stärkerer Weise einbezieht und auch stärker haftbar macht. Dann muss man natürlich auch die Rechtsschutzinstrumente da entsprechend anpassen. Das ist bis jetzt nicht der Fall, weil wir bis jetzt die Problemlagen nicht hatten. Aber nur weil wir es nicht hatten, heißt es nicht, dass wir nicht eben auch dafür Formen finden können. Und ein gangbarer Weg beispielsweise ist der, der auch bereits im europäischen Kontext diskutiert worden ist, dass man eben klar macht, wenn ich mich auch im Internet in einen geschützten Raum begebe, also einen passwortgeschützten Bereich etc., dann kann ich das vergleichbar dem Offline-Umgang eben auch privilegieren. Wenn ich aber meine Informationen wirklich in die ganze breite Masse hineinstelle, dann muss ich eben mich dafür auch in irgendeiner Form bestimmten Restriktionen unterwerfen. Dritter Punkt, würde ich gerne eine Sache von Thorsten Feldmann noch aufgreifen, immer die Überlegung, wer kontrolliert das Ganze. Auch hier ist meines Erachtens der europäische, nicht unbedingt Gesetzgeber, aber jedenfalls der EuGH vielleicht weiter gewesen, als er selbst das auch geglaubt hat. Also ob er seine Konsequenzen überschaut hat, bin ich mir nicht sicher. Er hat vor 4 Jahren die deutschen, unter anderem Datenschutzbehörden, deshalb kritisiert, weil sie nicht unabhängig genug seien und hat deutlich gemacht, die Kontrolle muss auch die Einflussnahme des deutschen Staatsapparats und sprich der Verwaltungsorganisation ausschalten. Das ist aus deutscher Sicht demokratietheoretisch höchst fragwürdig, aber es ist nun mal eben ein europäisches Verdikt und Karlsruhe hat sich nicht berufen gefühlt, das als ausreichend für den Auslöser von so lange zu sehen. Insofern haben wir eine unabhängige Instanz, ob die so wie sie jetzt ausgestattet und aufgestellt ist, auch dafür wiederum geeignet wäre. Darüber kann man diskutieren. Aber es gibt Institutionen, die durchaus eben auch damit ausgestattet sind. Und die Datenschutzbeauftragten sind jetzt auch schon nicht nur Datenschutzbeauftragte, sondern sie sind fast durchweg auch Informationsfreiheitsbeauftragte. Das heißt, sie sind bereits jetzt aufgerufen, zwischen zwei sich in Einzelfällen konfligierenden Grundrechten zu positionieren. Frau Spieker, ich will noch mal nachfragen, dass ich es richtig verstanden habe. Sie sind also der Auffassung, dass das Grundrecht der Meinungsfreiheit danach zu differenzieren ist, in welchem Medium dieses Grundrecht ausgeübt wird. Das ist ja grundrechtsdogmatisch ein schwerwiegendes These, das muss gleich diskutiert werden. Ich will nur mal fragen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Nein, haben Sie mich nicht, sondern wir sprechen ja über einen Abwägungsvorgang, also eine praktische Konkordanz zwischen einem Grundrecht, Datenschutz und Meinungsfreiheit auf der anderen. Und dann ist das Ergebnis in der Tat, dass wir eben überlegen müssen, in welchem Form Meinungsfreiheit und Datenschutz aufeinandertreffen. Und dann komme ich in der Abwägung dazu, dass eben die Meinungsfreiheit in dem Bereich der Online-Kommunikation durchaus stärkeren Einschränkungen möglicherweise ausgesetzt sein kann, weil der Datenschutz hier größeren Gefährdungen ausgesetzt ist. Gut, ich wollte es noch einmal nachfragen. Jetzt Herr Holznagel, dann Herr Karg, dann Herr Burmeier. Ja, Holznagel, WWU Münster. Bisher haben wir ja das als ein zentrales Ziel angesehen, das globale Internet als gerade einen Raum zu erhalten, in dem Meinungsfreiheit möglichst gewährleistet ist. Sie würden mit dem Statement fast die gesamte Tradition
der ganzen Internetentwicklung umkehren. Und es gäbe damit auch die Gefahr, dass sie das Datenschutzrecht nutzen zu einem Race to the Bottom. Man würde dann quasi das Internet steuern über das Datenschutzrecht. Das ist eine politische Lösung, die ist international überhaupt nicht kompatibel. Also ich komme gerade aus einem längeren Aufenthalt aus den USA. Das würde nicht nur die NSA ablehnen, sondern ich sage Ihnen, also sämtliche Universitätsleute, die ich da getroffen habe, das sind einfach gänzlich andere Traditionen, die im Internet vorherrschen. Ich bin da ja jetzt nicht irgendwie von einer Interessenorganisation. Ich hätte noch mal zwei Fragen in den Raum oder an die... Herr Holznagel, einmal unterbrechen. Frau Spieker, ganz kurze Intervention, dann kommen Sie mit Ihrem anderen Gedanken. Bitte, aber nur mit Mikrofon. Spieker nochmal. Das ginge mir deutlich zu weit. Und wir müssen vielleicht eines auch mal unterscheiden. Wir sprechen hier über ein europäisches Verständnis von Meinungsfreiheit, das so im Internet in einer Vielzahl anderer Staaten nicht praktiziert wird. Also wir haben massive eben Einschränkungen der Meinungsfreiheit in China, in Asien, in Südamerika und... Nein, aber wenn das grundsätzliche Argument ist, dass wir den rechtsfreien Raum des Internets aufgeben und damit eben das Forum der Meinungsfreiheit schlechthin, dann müssen wir einfach klar sein, das ist unsere Vorstellung eben, dass das im Internet so breit vertreten ist. Das ist schon lange in anderen Gesellschaften nicht mehr der Fall. Vielen Dank, Herr Holznagel. Weiter. Gut, meine Fragen zu dem Eingangsstatement. Ich habe da einfach auch Fragen zu. Man hätte ja drei Möglichkeiten, diese Art von Individualkommunikation jetzt datenschutzrechtlich in den Griff zu bekommen. Ich meine es ganz allgemein. Neben den von Ihnen genannten, nämlich Haushaltsausgabe, dass der Haushaltsausnahme, das drunter fallen zu lassen, erster Lösungsansatz, zweiter Lösungsansatz, Erweiterung des Medienprivilegs und der dritte Lösungsansatz, den ist ja der BGH im Kern im Spick-mich-Urteil gegangen, dass man den Artikel 29 sozusagen gegen den Wortlaut auslegt und eine eigene Rechtfertigungsnorm entwickelt. Ich lese diesen ich glaube, Artikel 6 der Grundverordnung, aber nur, ich hatte diese Ratsfassung jetzt nicht, also diese Fassung der Kommission, die sieht ja auch eigentlich einen eigenen Erlaubnistatbestand vor. Das ähnelt so ein bisschen die Norm, die da drin, na doch, so, man muss sie wohl so verstehen, sie ist nicht explizit formuliert. Dort wird nicht die Meinungsfreiheit, die Meinungsäußerung vom Wortlaut her benannt, aber es ist eine generelle Rechtfertigungsklausel, nicht nur für geschäftliche Kommunikation, sondern auch für eine individuelle. Das wäre der dritte Lösungsansatz. Man könnte ja auch, selbst wenn es da nicht drinstehen würde, Herr Fiedler, könnte man den auch schaffen. Also diese drei Lösungsoptionen haben wir. Und da ist aus meiner Sicht noch nicht hinreichend abgewogen, welche denn tatsächlich die beste ist. Und konkret zu Ihren beiden Statements, ist denn, wenn Sie Ihre Lösung wählen, wirklich was gewonnen? Denn in jedem Fall ist doch das Datenschutzrecht anwendbar auf den Benutzer, auf den Betreiber. Also wir haben ja jetzt nur aus Nutzersicht argumentiert. Also es wäre immer auf die Plattform anwendbar. Und dann kommen Sie, wenn Sie die datenschutzrechtliche Beurteilung beim Betreiber vornehmen, dann kommen Sie in multipolare Abwägungsprozesse rein, die extrem schwer zu steuern sind. Siehe Google-Urteil, denn das ist ja ein Teil dieses Problems, vor dem jetzt der Beirat steht, wie multipolare Interessenkonstellationen ausgeglichen werden müssen, was wahnsinnig schwierig ist. Das spricht gegen Ihren Lösungsansatz, aber ich persönlich bin da offen. Ja, okay, Sie kommen natürlich nochmal dran. Das Problem ist, die Zeit rast und wir haben jetzt wenig Zeit für Antworten und gar keine Zeit für Fragen, nicht heute, sondern in Europa. Bald ist irgendwie Redaktionsschluss in den nächsten Monaten und deswegen ist ein Lösungsansatz, der kann hier streitig sein, aber ich bin natürlich sehr an Lösungsansätzen interessiert. Herr Karg. Ja, Moritz Karg, hamburgischer Datenschutzbeauftragter, Dienststelle des hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Das muss man sagen. Vielleicht eingangs zu der,
um sozusagen die Niederung der Praxis mal einen kleinen Einblick zu geben. Die Abwägung, die hier eingefordert wird von unter anderem Herrn Feldmann, des Ausgleiches zwischen Wahrung der Meinungsfreiheit im Internet und den betroffenen Interessen wird tatsächlich ausgeführt und ist sogar gesetzlich implementiert, nämlich in § 38 Absatz 5 BDSG, wo drin steht, beziehungsweise geregelt ist, dass soweit, oder die Behörde kann Maßnahmen erlassen, im Übrigen auch erst seit 2009 kann Maßnahmen erlassen, wenn sie der Auffassung ist, dass die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen beeinträchtigt sind. Das heißt, dieser Abwägungsprozess findet statt und ist auch in einem Rechtsstaat nichts Unübliches. Das macht jede Behörde und muss auch jede Behörde täglich machen, wenn sie vorgeht. Das heißt, ich will das aufgreifen, was Frau Spieger gesagt hat. Wir machen das im Übrigen nicht nur im Verhältnis des Einzelnen, des Betroffenen, gegenüber einem wirtschaftlich tätigen Unternehmen oder auch einer Einzelperson. Wir machen es im Übrigen auch, und insofern ist der Verweis auf die Informationsfreiheit zielführend. Wir machen es im Übrigen auch bezüglich aller anderen Grundrechte, nämlich unter anderem des Artikels 12 und 14, also Berufsfreiheit und Eigentum. Das findet zum Beispiel statt, wenn wir Informationen über Anordnung oder anderes behördliches Handeln veröffentlichen sollen, beziehungsweise dazu aufgefordert werden. Das heißt, primär ist erstmal keine in Anführungsstrichen Gefahr von einer Aufsichtsbehörde zu erwarten, dass sozusagen sie als Zensur- oder Regulierungsbehörde hier auftritt, weil sie letztlich natürlich unabhängig von ihrer Unabhängigkeit die Akte, die erlassen werden, einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Und wenn dort aus Sicht der Aufsichtsbehörde bzw. aus Sicht der Betroffenen bzw. der, die eine Untersagungsverfügung zum Beispiel bekommen, wenn dort im Prinzip über die Grenzen einer ordnungsgemäßen Abwendung hinaus entschieden wurde oder ein Grundrecht nicht ordnungsgemäß beachtet wurde, dann findet eine gerichtliche Kontrolle statt. Das ist der normale Geschäftsgang, sage ich mal, in einem Rechtsstaat. Die zweite Frage stellt, und das vorangestellt ist eine formelle Frage, die zweite ist eine materielle Frage, nämlich die Frage, wann greift die Haushaltsausnahme ein? Und diese materielle Frage lässt sich tatsächlich, und da will ich auch Frau Spieker sozusagen aus der Praxis heraus unterstützen, sozusagen was wissenschaftlich festgestellt wird, lässt sich auch in der Praxis nachvollziehen, dass der Einzelne tatsächlich hier mit einer neuen, und insofern ist die Technologieneutralität, die wir immer versuchen zu postulieren, muss man auch noch mal in Frage stellen, ob es wirklich eine Technologieneutralität in diesem Sinne gibt bei der Veröffentlichung von Meinungen im Internet, weil die Auswirkungen einer auch vielleicht berechtigterweise veröffentlichten Information als Meinung sind komplett anderes als zum Beispiel das Verfassen eines Flugblattes oder wenn ich mich hier jetzt auf die Straße stelle und meine Meinung hinaus posaune. Ein sehr guter Fall ist der Fall Mosley, um zu zeigen, wie schwierig, selbst bei rechtswidrig und unzulässigerweise veröffentlichten Informationen oder die momentanen Nacktfotos von Prominenten, wie sie durchs Netz gehen, das zeigt, wie schwierig es ist, nicht nur aus tatsächlicher, sondern auch aus rechtlicher Sicht Schutz zu erlangen. Insofern den Einzelnen, und ich nehme jetzt mal nicht Herrn Mosley, sondern den Mann auf der Straße, der oder die Frau auf der Straße, die versucht, gegen eine derartige Meinungsäußerung, und wir haben sehr, sehr viele Fälle davon, das kann ich Ihnen versprechen, dann dagegen vorzugehen, im Wege zum Beispiel des Zivilrechtssiegs, ist für viele, vor allen Dingen, wenn es dann um Personen gibt, die sich bewusst auch in die Anonymität des Internets, in Anführungsstrichen, verziehen, beziehungsweise in Bereiche, wo rechtsstaatliche Kontrolle nicht mehr möglich ist, das ist für die fast unmöglich. Insofern ist die Frage, ob hier die Schutzpflichtdimension des Staates sowohl aus den Bereichen Meinungsfreiheit, aber auch aus dem Bereich des Rechts auf Information und Selbstbestimmung heraus, ob diese Schutzpflichtdimension letztlich dazu führt, dass wir, und da gebe ich Ihnen dann recht, dass wir eine Kommunikationsregulierungsbehörde benötigen, schlicht und ergreifend, um einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen auf neutralem Wege zu ermöglichen. Auf europäischer Ebene oder beim Landesdatenschutzbeauftragten in Hamburg nach dem Marktortprinzip für Europa? Das ist jetzt eine gemeine Frage. Ja, klar. Ja, mal ehrlich gesagt, die Wirklichkeit ist ziemlich konkret. Deswegen, ja, aber, tatsächlich bin ich der Auffassung, ja, dass der Einzelne die Möglichkeit haben muss, vor Ort sein Recht geltend zu machen und dass der Staat sich nicht, und in dem Fall meine ich den Nationalstaat und die Nationalstaaten sich nicht darauf zurückziehen können, eine Behörde auf EU-Ebene zu schaffen, die nicht in der Lage ist, dann tatsächlich vor Ort und für den Einzelnen, so wie ein Zivilgericht, der im Prinzip dazu in der Lage wäre,
aber diese Möglichkeit des Rechtsschutzes zu gewährleisten. Schon klar, also keiner will ja eine europäische große Behörde, aber irgendwie müssen wir ja klären bei dem Reichweite, dass der Landesdatenschutzbeauftragte von Hamburg, wenn er eine andere Auffassung hat als der unabhängige Datenschutzbeauftragte von Bulgarien oder Lettland, wie wir dann dazu kommen. Da kann der EuGH nach 5 Jahren irgendwie Rechtsprechung entwickeln, aber also das... Darf ich ganz kurz darauf... die Presse würde ich gerne wieder im dritten Teil dann diskutieren. Ja? Jetzt bin ich weg. Ich jetzt keine Zuständige. Aber mich eine Frage noch, die Haushaltsausnahme. Sie stellen also nicht darauf ab, ob es ein Privater ist, sondern die Reichweite dessen, was der Private sagt. Das ist das Abgrenzungskriterium. Wenn das so ist, so haben Sie es ja gesagt, ist das in der jetzigen Fassung der Datenschutzgrundverordnung nach Ihrer Meinung auskömmlich und gut geregelt? Antwort ja? Ja, wenn derjenige, Moment, nicht der Private, sondern der sich auf Meinungsfreiheit beruft. Das ist das Entscheidende. Es muss ja nicht nur eine private Person sein. Deswegen ist die Haushaltsausnahme als privat-familiäre Tätigkeit enger. Sondern es geht ja um die Meinungsfreiheit. Also das ist ja sozusagen die Erweiterung. Das muss man klar sagen. So, jetzt aber Herr Bührmeier, Sie kommen dran zum Abschluss dieser Runde. Kommen dann Herr Feldmann und Herr Stadler noch dran. Wir haben noch ein bisschen Zeit und der Minister ist lange genug da, Herr Fiedler, um noch über Pressefreiheit zu diskutieren. Die gibt es übrigens auch, wenn der Minister nicht da war, ist die Pressefreiheit. Herr Bührmeier und dann kommt Herr Mier dran. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Bundesminister. Ich würde gerne anknüpfen mit meinem Statement an Äußerungen, die schon ursprünglich von Herrn Feldmann kamen, aber ich habe sie auch bei Herrn Dr. Fiedler gehört, nämlich zu der grundsätzlichen Skepsis gegenüber einer Überlagerung der klassischen Abwägung zwischen Äußerungsrechten einerseits, Persönlichkeitsrechten andererseits durch das Datenschutzrecht. Und ich möchte das an dieser Stelle kurz quasi verfassungsrechtlich unterfüttern, denn ich denke, wenn man das tut, wenn man quasi mal einen Schritt zurückgeht vom einfachen Recht und sich die Frage stellt, welche verfassungsrechtlichen Positionen stehen eigentlich dahinter, dann erhält sich, dass wir hier einfach das Risiko eingehen, Doppelstrukturen einzurichten, quasi im einfachen Recht Doppelstrukturen, wo dieselben Sachverhalte, dieselben Konflikte von Rechtspositionen letztlich im einfachen Recht doppelt geregelt werden. Und ich glaube, das ist jedermann unmittelbar einsichtig, dass das letzten Endes uns alle nicht weiterführt, weil es letztlich nur die notwendigen Abwägungen vernebeln würde. Was meine ich damit? Wir haben, das hat Herr Feldmann, finde ich, sehr richtig dargestellt, eine ganz etablierte Rechtsprechung von über 50 Jahren, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten, zu der Frage, was ist presserechtlich zulässig, was ist äußerungsrechtlich zulässig, mit anderen Worten, wie sind die Persönlichkeitsrechte der von der Presse zum Beispiel Betroffenen abzuwägen gegen das öffentliche Interesse und auch das private Interesse der Presseverlage. Wenn man das jetzt mal verfassungsrechtlich betrachtet, dann steht da auf der einen Seite Grundrechte aus Artikel 5 unseres Grundgesetzes gegen Grundrechte auf Persönlichkeitsrecht, zum Beispiel aus Artikel 2 Absatz 1 und 1 Absatz 1. Des Grundgesetzes. Das heißt also, die einfachrechtlichen Fragen beruhen letztlich auf einer verfassungsrechtlichen Abwägung. Und es ist ja kein Zufall, dass das Bundesverfassungsgericht gerade in diesem Rechtsgebiet eine sehr präzise Prüfung durchführt. Also in vielen Fällen gerade nicht nur quasi sehr grobe Exzesse verfassungsrechtlich kritisiert, sondern auch mitunter zu einer Mikrosteuerung übergeht. Mit anderen Worten, das ist ein verfassungsrechtlich etablierter Konflikt mit relativ guten Strukturen, um Einzelfälle abzubilden. Und nun quasi plötzlich wird dieser Konflikt überlagert von Fragen des Datenschutzrechts. Und ich habe auch in dieser Runde, denke ich, nicht zu Unrecht festgestellt, dass es da eine gewisse Aufregung gibt und die aus meiner Sicht auch durchaus berechtigte Sorge, dass Meinungsfreiheit und Pressefreiheit von datenschutzrechtlichen Fragen hier beeinträchtigt werden könnten. Geht man aber mal einen Schritt zurück und fragt sich, woher kommt denn eigentlich der Datenschutz oder verfassungsrechtlich formuliert, woher kommt denn eigentlich die informationelle Selbstbestimmung, dann wird man feststellen, dass es genau dieselben Grundrechte sind, die auch zur Schaffung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geführt haben. Mit anderen Worten, wir erleben denselben verfassungsrechtlichen Abwägungsprozess unter zwei verschiedenen Überschriften. Und das ist ganz offensichtlich nicht sinnvoll. Was kann das eigentlich nur heißen? Und die Konsequenz ist die aus meiner Sicht, die Herr Feldmann eben schon vorgeschlagen hat, auch bei Herrn Stadler habe ich sie gehört. Die Konsequenz muss aus meiner Sicht lauten, wir sollten den Acquis, ja, wir sollten unseren erworbenen Rechtsstatus im Bereich der Abwägung der Persönlichkeitsrechte uns bewahren. Und wir müssen uns nur noch die Frage stellen, gibt
gibt es tatsächlich spezifisch datenschutzrechtliche Fragen, also quasi spezifische Ausprägungen der Grundrechte, die auch dem Persönlichkeitsrecht zugrunde liegen, die man eben nur datenschutzrechtlich abbilden kann. Nur nach diesen Spezifika sollten wir fragen. Das heißt also, mein konkreter Vorschlag wäre eine grundsätzliche Bereichsausnahme in der Tat für Presserecht und Äußerungsrecht. Das heißt also, das, was presserechtlich oder äußerungsrechtlich zulässig ist, sollte nicht datenschutzrechtlich ein zweites Mal abgewogen werden müssen. Und wir müssen dann in diese Abwägung integrieren, was spezifisch datenschutzrechtlich ist. Und da wiederum fand ich den Gedanken von Frau Spieker sehr interessant, weil sie ja letzten Endes angesprochen hat, den Wirkbereich einer Äußerung, ne, einer presserechtlichen Äußerung. Wie ist denn quasi der datenschutzrechtliche Preis, der zu zahlen ist für eine presse- oder äußerungsrechtlich zulässige Veröffentlichung oder auch Datenverarbeitung, wenn man so will. Und das ist aus meiner Sicht die spannende Frage. Was sind spezifische Punkte? Und da, denke ich, wird man die klassischen Abwägungen einfach erweitern müssen, um ein bisschen mehr Sensibilität dafür, was im Internet zu besonders gravierenden Persönlichkeitseinschränkungen führt. Aber ich sehe bislang noch nicht, dass man da zu völlig neuen dogmatischen Strukturen oder eben Doppelstrukturen kommen soll. Letzter Punkt. Die Google-Entscheidung, finde ich, weist auch in diese Richtung, weil die Google-Entscheidung ja im Grunde einen Unterschied aufmacht zwischen dem, was äußerungsrechtlich, presserechtlich zulässig ist. Diese Äußerung auf der Website der spanischen Zeitung war ursprünglich zulässig und sie ist es im Grunde auch heute noch. Aber möglicherweise muss der Wirkbereich dieser Äußerung dann eben langfristig ein bisschen eingeschränkt werden. Und ich finde, auf dieser zweiten Ebene kann man möglicherweise dann zu neuen Abwägungen kommen, aber ich finde es ganz gefährlich, die Abwägung auf der ersten Ebene, was ist presse- und äußerungsrechtlich zulässig, zu überlagern. Ein Punkt noch ganz kurz zu Herrn Karg. Ich bin sehr skeptisch, muss ich Ihnen offen sagen, was hoheitliche Kontrolle von Meinungsäußerungen angeht. Ich denke, wir sollten das in den etablierten Strukturen des Zivilrechts belassen. Sie haben allerdings natürlich einen problematischen Punkt angesprochen. Das ist nämlich die praktische Durchsetzung für den Einzelnen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube aber, wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen könnten, die private Rechtsdurchsetzung ist unmöglich. Ich denke, wir sollten hier zunächst noch mal darüber nachdenken, ob man nicht diese private Rechtsdurchsetzung tatsächlich effektiver gestalten kann. Wir haben in Europa seit 15 Jahren etablierte Strukturen der besseren Zusammenarbeit im Bereich des internationalen Zivilprozessrechts. Und ich glaube, das sollte jedenfalls zunächst der Weg sein, auf den wir gehen, bevor wir dann tatsächlich noch weitere Kompetenzen hier an hoheitliche Stellen delegieren. Vielen Dank. Kurze Nachfrage noch zum Thema dieser Reichweite, das Frau Spieker da aufgegriffen hat. Und da will ich nochmal nachfragen. Wie die jetzige Rechtsprechung, wie stellen Sie da auf die Reichweite ab? Bei der Grundrechtsverletzung? Oder nachher bei der Höhe des Schadensersatzes für Prinzessin Caroline, wenn es auf der Titelseite der Bunden ist. Also spielt die Reichweite in der bestehenden Rechtsprechung und wo eine Rolle? Die Reichweite sozusagen der wen erreiche ich mit einer Meinungsäußerung oder von mir als Pressefreiheit? Spielt das da eine Rolle und wäre ja auf welcher Ebene sozusagen? Das spielt traditionell eine Rolle auf der Ebene der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, nicht? Also spätestens seit der Entscheidung zum Lebach-Fall aus dem Anfang der 70er Jahre hat das Bundesverfassungsgericht immer darauf abgestellt, welche breiten Wirkungen entfaltet eine bestimmte Äußerung. In dem Fall ging es um einen Fernsehfilm, wo eine Straftat nach vielen Jahren nochmal öffentlich aufgearbeitet wurde. Das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob man nicht tatsächlich auch zwei Abwägungsverhältnisse konstruiert, nämlich zum einen die ursprüngliche Äußerung, zum Beispiel in der Presse oder im Internet, und dann im weiteren Verlauf die Zulässigkeit des darauf Hinweisens, also in der Spur der Google-Entscheidung. Das finde ich zumindest bedenkenswert. Okay. So, jetzt Herr Mier. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Ich möchte nur noch mal unterstreichen, dass aus Sicht von Reporter ohne Grenzen, einer globalen Menschenrechtsorganisation, tatsächlich auch wir die Erfahrung haben, dass Datenschutz, Anwendung von Datenschutz und Beobachtung oft zu einem de facto Kommunikationsverbot führt und wir deswegen tatsächlich auch das sehr bedenkliche Entwicklung fänden, wenn der Datenschutz da viel stärker angewendet würde. Und wir sehen auch, dass das Presserecht wirklich ausreichend Kriterien bietet, die sinnvoll angewendet werden können. Aber warum sage ich das? Wir sind eine global arbeitende Menschenrechtsorganisation und ich sehe das auch gerade mit diesem etwas globaleren Blick deswegen als extrem problematisch. Und da komme ich ein bisschen zu dem zurück, was Frau Spieker vorhin sagte. Wir beobachten sehr genau, dass Rechtsentwicklungen im Bereich Datenschutz, im Bereich Meinungsfreiheit von autoritären Ländern wie China, Aserbaidschan hier sehr genau beobachtet werden und dass wir sozusagen in einer Abwägung von Meinungsfreiheit versus Datenschutz wir eine
eigentlich de facto Aufgabe, Preisgabe der Meinungs- und Pressefreiheit sehen würden und das genau in Ländern wie China und Aserbaidschan genau als dann Steilvorlage genommen würde, als eine Blaupause, um genau dort zu dramatisch, viel dramatischeren Einschränkungen der Pressefreiheit Vorschub zu leisten. Und deswegen sehen wir das extrem problematisch. Und einen letzten Punkt, der sozusagen auf eine ganz... Was heißt das als Vorschlag? Das heißt, als Vorschlag, wir sehen, das heißt, wir sehen sozusagen, dass die Presserecht, das kann, denke ich, aus unserer Sicht ausreichend angewendet werden, indem man es weiterentwickelt, äußerungsrechtlich, das ist, glaube ich, das eine. Das heißt, wir sind ganz klar gegen eine Anwendung weiterer Datenschutzregelungen, wie in dem Lindqvist-Fall. Und ein letzter Punkt, der gar nichts damit zu tun hat, wir haben doch auch sozusagen eine ganz praktische Frage. Ich glaube einfach auch, dass aus Ressourcengründen es sehr schwierig sein wird, dass die Datenschutzbehörden ein solches Recht, wenn wir mal annehmen würden, die Datenschutzbehörden würden dieses Recht bekommen, durchsetzen könnten, weil wir sehen ja schon, wie die Behörde in Irland überfordert ist mit Facebook teilweise. Das nur als eine Randbemerkung. So, jetzt habe ich Herrn Dittler, dann kriegt aber zu einer Kurzintervention Herr Kagner das Wort, weil er schon dran war, dann Herr Billen, dann schließe ich die Rednerliste zu Lundqvist. Es kommen zu dem Thema Herr Feldmann und Herr Stadler resümierend dran und dann gehen wir über zu Google. Da das ein bisschen sich überlappt, können die anderen sich auch noch äußern. Also, bitte um Kürze, Herr Dittler, Herr Karg, Herr Billen und dann in umgekehrter Reihenfolge erst Herr Stadler und Herr Feldmann. Bitte. Dittler von der Internet Society. Zwei kurze Anmerkungen, einmal aus technischer Sicht. Ich denke, das Argument von der Reichweite und der Berücksichtigung der Reichweite ist oftmals sehr schwer umzusetzen, denn der Autor hat gar keinen Einfluss über die Reichweite. Das Internet ist hier nicht sehr gut kontrollierbar in dem, was dem Autor als Instrumente zur Verfügung steht. Und das Zweite, ich hatte vorhin irgendwo den Begriff Kommunikations- oder Überwachung, alles, was so in die Richtung geht, gehört. Und da möchte ich auch nochmal auf Herrn Fiedler hier einsteigen. Ich halte das für sehr gefährlich in der internationalen Betrachtung. In dem Moment, wo so etwas geschaffen wird, wird es wirklich gerne als Blaupause, als Vorbild gesehen, um in die Kommunikation einzugreifen, in einer Art und Weise, die wir hier in unserer Rechtsprechung in unserer Umgebung als absolut unangemessen betrachten. Deswegen sollten wir vorsichtig dabei sein, so etwas zu legitimieren und so etwas einzuführen. Dankeschön. Herr Karg, ganz kurz. Herr Burmeier, aber wir haben die Abwägung schon, nämlich die Frage, ist es eine Meinungsäußerung, ist es keine Meinungsäußerung? Also Sie können sich gerne in meine Rolle versetzen, dass ich ständig da sitze und überlege, habe ich das Recht auf Meinungsäußerung zu beachten, ja oder nein? Und häufig reagieren wir dann, dass wir sagen, ja, tut uns leid, lieber Beschwerdeführer, das ist Meinungsäußerung. Und das Zweite, ich würde eins bitten, wir sind eine Behörde in einem Rechtsstaat und wir unterliegen einer rechtsstaatlichen Kontrolle. Der Vergleich mit zwielichtigen Argumenten, den Schutz der Privatsphäre durchzusetzen im Internet, um Kommunikationskontrolle, bewusst Kommunikationskontrolle auszuüben, das würde ich bitten, nicht in die Diskussion, jedenfalls nicht, wenn es um die deutsche oder die europäische Kontrolle von Inhalten angeht, einzuführen. Jedenfalls in Deutschland nicht. Also das würde ich bitten, zumindest zu beachten, und diesen Disclaimer setze ich auch. Wir unterstützen keine nicht demokratischen Bewegungen im Internet, im Gegenteil. Naja, die europäische Datenschutzgrundverordnung gilt dann auch in Ungarn und überall sonst in Europa. Das muss, wir reden hier jetzt nicht über uns, wir reden über eine zukünftige, verbindliche, geltende Rechtslage in Europa. So, Herr Billen. Ich glaube, man muss sich eben auch angucken, nicht nur und Thema Pressefreiheit, ich glaube, da liegen wir ziemlich auf einer Linie, sondern wenn Private sich über Private äußern und das auf wirtschaftlichen Plattformen, weil der größte Teil von Kommunikation findet hier nicht im öffentlichen Raum statt, sondern im Rahmen von Wirtschaftsunternehmen. Und das ist eine besondere Situation. Das kann zum Beispiel die Durchsetzung erschweren. Also ich komme ja aus dem BMJ, JV, wir sind große Anhänger des Zivilrechts. Aber sich jetzt mal die praktischen Fälle vorzustellen, wo ein einzelner Verbraucher, eine Verbraucherin, ein Bürger, eine Bürgerin versucht, Dinge durchzusetzen, ist nicht so einfach. Stichwort Cybermobbing.
Da ist es jedenfalls ein Punkt, wo die Datenschutzbehörden auch aufgrund ihrer Befugnisse in der Lage sind, solchen Dingen schnell ein Ende zu machen. Also wenn man das alles nicht will, dann muss man sich auch überlegen, wie kann man auf der anderen Seite wirksame Instrumente schaffen, die dann auch für eine Rechtsdurchsetzung zur Verfügung stehen. Gut, damit ist die Diskussionsrunde dazu geschlossen. Und jetzt resümieren das bitte, damit wir hinterher wirklich weiter wissen, Herr Stadler und Herr Feldmann. Resümieren ist gut. Ich wollte eigentlich nochmal auf einen Punkt eingehen, den Herr Professor Holznagel angesprochen hat, denn er hat die Frage gestellt, was wäre jetzt mit meinem Lösungsvorschlag, veröffentlichte Informationen generell vom Anwendungsbereich des Datenschutzrechts auszunehmen, denn gewonnen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir derzeit eine Entwicklung erleben, die so ein bisschen auf einen Vorrang des Datenschutzrechts hinausläuft. In der Entscheidung, in der Google-Entscheidung des EuGH steht das im Grunde wörtlich auch drin. Der EuGH sagt, es besteht ein Regelvorrang des Datenschutzrechts vor der Informations- und Meinungsfreiheit. Das bricht meines Erachtens nicht nur mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des EGMR, sondern ist was, was für mich auch in einer freiheitlichen Informationsgesellschaft relativ schwer nachvollziehbar ist. Deswegen mein Vorschlag, hier den Aspekt des Datenschutzrechts einfach auszuklammern mit einer Bereichsausnahme oder mit einem ausgedehnten Medienprivileg, damit man sich wirklich auf die klassische Grundrechtsabwägung beschränken kann und eigentlich nicht diese Doppelstrukturen entstehen, die Herr Burmeier geschildert hat, obwohl wir eigentlich im Grunde die gleiche Abwägung durchführen müssten. Also vor diesem Hintergrund sehe ich den Vorschlag, denn ich glaube, es gibt einfach eine Tendenz, eine Entwicklung dahingehend, einen Vorrang des Datenschutzrechts anzunehmen. Und da müssen wir, glaube ich, offen darüber diskutieren, ob das tatsächlich sein kann oder ob das der richtige Weg ist. Danke. Herr Burmeier, die Rechtsgrundlagen, auf der Sie die Abwägung machen, ziehen Sie unmittelbar aus dem Grundgesetz. Und natürlich dem Presserecht, oder? Ja. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich die daraus ziehe, sondern das ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, so wie ich sie verstehe. Ich frage jetzt nur deswegen, wenn man jetzt, man könnte ja eine Bereichsausnahme vorsehen, wie Sie das vorgeschlagen haben, Artikel 2 meinetwegen, oder aber man könnte natürlich auch das Grundrecht auf Informationsfreiheit der EU-Grundrechtecharta reinschreiben in die Datenschutzverordnung, und dann habe ich das gleiche Abwägungsmaterial, in Anführungsstrichen, wie Sie das in Ihrer presserechtlichen Rechtsprechung auch haben und dann abwägen. Geht das auch? Ich denke, dass man das auch so gestalten könnte, aber ich sehe dann genau diese Probleme, dass man eben doch Doppelstrukturen schafft. Denn es gibt ja... Mit meinem Vorschlag noch nicht gelöst, klar. Das würde ich so sehen, denn es gibt ja eben noch keine Vereinheitlichung des Presserechts auf europäischer Ebene. Und soweit ich die unterschiedlichen nationalen Traditionen verstehe, in Europa wird es das auch in absehbarer Zeit nicht geben. Und vielleicht muss es das auch gar nicht geben. Vielleicht müssen wir nicht quasi... das Sachrecht des Presse- und Äußerungsrechts durchregulieren auf europäischer Ebene. Vielleicht müssen wir nur einen Rechtsrahmen schaffen, der mögliche Konflikte, ich sag mal, kanalisiert und strukturiert, sodass sie rechtlich handhabbar sind. Und die von Herrn Stadler angesprochene Bereichsausnahme wäre aus meiner Sicht ein gangbarer Weg. Man müsste dann nur, das möchte ich schon noch quasi als Fußnote dazu sagen, sich überlegen, was gibt es für spezifisch datenschutzrechtliche Probleme, und die sehe ich im Einklang mit Frau Spieker, glaube ich, vor allem im Wirkbereich und nicht im Äußerungsbereich. Als finden Richter immer am schönsten, viel Spielraum für Gerichte. Richter. Ja, klar. So, Herr Feldmann. Ja, vielen Dank. Da war jetzt jede Menge drin. Ich versuch's nacheinander abzuarbeiten. Also zunächst mal danke für den Hinweis von Thomas Stadler auf die Passage des EuGH-Urteils. Wenn ich richtig informiert bin, will der Rat das ja jetzt in die Datenschutzgrundverordnung implementieren. Das halte ich für fatal. Zweitens, Indra Spieker, man kann vielleicht arbeiten mit relativen Öffentlichkeiten. Man guckt sich die Öffentlichkeit an, wie groß ist die und wie stark belastet die dann das Grundrecht. Das passiert aber auch schon. Das passiert im Presserecht täglich, zum Beispiel bei der Bildnisberichterstattung im Rahmen von 23 Absatz 2 Kunst-Urheberschutzgesetz, wo ich mir ziemlich genau auch einen Verbreitungsgrad anschaue. Also brauchen wir da das auch nicht.
Nächster Punkt, Herr Professor Holznagel hat es angesprochen oder hat ein Stichwort fallen lassen, dazu wollte ich eigentlich nichts sagen, nämlich Spickmich. Ich habe Spickmich damals vertreten und ich habe deshalb auch sehr nah praktische Erfahrungen, und das geht jetzt an Sie, Herr Karg, mit den Datenschutzbehörden sammeln dürfen. Sie sind die total rühmliche Ausnahme in Hamburg, aber das war nun mal der Kontrolle der Datenschutzbehörden in Nordrhein-Westfalen unterworfen, und dort habe ich tatsächlich lesen müssen, ich habe den Bescheid auch dabei, falls es nicht jemand glauben sollte, dass das, was Spickmich macht, nicht der Meinungsfreiheit unterfällt und man deshalb das beliebig regeln kann. So, und da habe ich das Problem. Jawohl, Herr Karg, Sie sind zur Abwägung verpflichtet, nur es wird auch einiges getan, um gar nicht abwägen zu müssen. Das ist meine praktische Erfahrung von der Front sozusagen mit den Datenschutzbehörden. Mag sein, dass Sie da viele andere Beispiele haben, aber meine Erfahrungen sind nicht nur gut. Herr Professor Holznagel, Stichwort spickt mich vollkommen richtig, Plattformhaftung. Wir sprechen hier nicht dann nur über individuelle Äußerungen, sondern über die Haftung des Plattformbetreibers. Und da müssen wir sagen, da unterläuft das Datenschutzrecht ein ziemlich großes Prinzip, nämlich die Haftungsprivilegien des TMG. Dort steht drin, dass Provider, Herr Süme wird mir das sicherlich bestätigen, dass Provider eben nicht per se haften, sondern nur, wenn sie darauf hingewiesen werden und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt sagt, okay, ist aber eine Verletzung des Datenschutzrechts, da haftet man unmittelbar, auch übrigens der Anspruch auf Löschung entsteht nicht erst nach Hinweis, sondern der besteht per se. Ja. Das heißt also, auch da kommen wir in große Probleme rein im Konflikt Datenschutz und Providerhaftung. Das wollte ich... Ja, aber ich glaube, es funktioniert auch, muss ich sagen. Wir haben natürlich ein Problem der internationalen Rechtsdurchsetzung, das ist vollkommen klar, das ist auch nicht neu, nur das wird nicht dadurch gelöst, dass man auf einmal Datenschutzbehörden einsetzt. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich eine einstweilige Verfügung in den USA zustelle. Wenn ich als deutsche Datenschutzbehörde in den USA was unternehmen will, dann kratzt man sich am Kopf. Also das vielleicht nur noch zusammenfassend zu dem, was hier gesagt wurde. Aber ich muss sagen, es waren sehr gute Ansätze dabei, auch wenn ich sie nicht teile. Im Ergebnis möchte ich aber ganz klar sagen, das, was der Herr Burmeier gesagt hat, das ist, also unterstreiche ich alles 1:1. Gut, vielen Dank. Wir haben hier so einen Seminarcharakter. Leider müssen wir irgendwie auch mal zu Aktionen dann kommen, und zwar unter hohem Zeitdruck. Jetzt machen wir einen Schnitt und kommen zum Google-Urteil, was ja natürlich enge Bezüge aufwirft. Auch da wollte ich, dass wir jemanden bitten, in den Sachenstreit schon einzuführen. Das ist der inzwischen verspätet eingetroffene, aber herzlich willkommen, Professor Kostomczyk. Sie haben das Wort. Und Professor Ralf Kurz, bitte. Ja. Also um den Seminarcharakter fortzusetzen, kommt jetzt natürlich ein Hochschullehrer dran, und ich wurde gebeten, sehr kurz in die EuGH-Entscheidung das sogenannte Google-Urteil einzuführen. Da werde ich mich auch kurz halten. Diese Entscheidung ist wie kaum eine andere in der Presse besprochen worden. Und hier gibt es einen Expertenkreis und sachkundige Studierende im Publikum, nicht nur Studierende. Deswegen in aller Kürze nochmal den Sachverhalt zur Erinnerung, worum ging es? Ein Spanier ging in Spanien gegen eine Veröffentlichung in einer spanischen Tageszeitung vor, die schon einige Jahre zurück lag. Und dort war veröffentlicht eine Anzeige, wo die Versteigerung seines Hauses, die schon längst vollzogen war, dann inzwischen zu finden war, und eine Information dazu. Dazu ging dieser Spanier, Herr González, vor und sagte, es verdiene nach einiger Zeit keine Erwähnung mehr, dass sein Haus dort versteigert worden ist wegen einer Zwangspfändung, die dem zugrunde lag. Er ging vor, einmal gegen eine spanische Tageszeitung und gleichzeitig aber auch gegen die Suchmaschine Google, und dort noch genauer Google Spain auf der einen Seite und aber auch Google, die Muttergesellschaft aus den Vereinigten Staaten, und beantragte Linklöschung. Das Ganze ging vor ein spanisches Gericht, das wiederum dem EuGH, ich mache das jetzt hier wirklich sehr holzschnittsartig, genau, vorlegte und dort beantragte die Löschung, und hier sind EU-datenschutzrechtliche Fragen waren zu beantworten, und um die auch wieder so sehr knapp zu nennen: einmal verarbeiten Suchmaschinen personenbezogene Daten als erste Frage,
Zweite Frage ist, wer verarbeitet diese Daten? Ist das Google Spain, also die Niederlassung von Google in Spanien, oder ist das die amerikanische Muttergesellschaft? Das hat Fragen der Verantwortlichkeit, die hier zu klären sind. Und drittens, gibt es einen Löschungsanspruch des Betroffenen gegenüber Links bei Suchmaschinen? Die Antworten dazu des EuGHs, auch wiederum sehr knapp. Erstens, ja, Suchmaschinen sollen personenbezogene Daten dort verarbeiten. Warum? Weil sie diese aufgreifen, speichern, indizieren etc. Also es gibt eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Zweitens, es soll eine Verantwortlichkeit geben von Google Spain. Das ist insofern überraschend, weil Google Spain alleine eine Werbetochter ist gewissermaßen, also Anzeigen dort generiert und vertreibt, aber nicht die Daten selber sammelt. Aber dort wurde hergeleitet, dass dieses Datensammeln und das Erzielen von Erlösen so erheblich ist, auch für die Muttergesellschaft, dass das eben zurechenbar sei und man hier zu einer verantwortlichen Stelle kommt und deswegen auch Verantwortlichkeit und Anwendbarkeit dann des Datenschutz, europäischen Datenschutzrechts. Das Dritte ist, soll es einen Löschungsanspruch geben? Auch dort kam das Gericht zu der Antwort ja, und das ist möglicherweise aber jetzt der problematischste Teil, weil diese Antwort zwar gegeben worden ist, aber hier sich sehr viele Unklarheiten auftun. Was klar ist, ist, dass der Einzelne einen Löschungsanspruch haben soll gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber und dort einen Antrag stellen darf. So, das ist klar. Und wenn dieser Antrag abgelehnt wird, soll er auch Rechtsschutz geltend machen können. Das ist auch klar. Weiterhin kommt aber ins Spiel eben ein multipolares Interessenfeld, das hier zwar in einer Abwägungsregel schon beantwortet worden ist, aber erstmal, wo drin besteht das multipolare Interessenfeld? Herr Professor Holznagel hat auch schon darauf hingewiesen. Auf der einen Seite sind es die Interessen desjenigen, der betroffen ist von einer oder sich betroffen fühlt von einer bestimmten Listung eines Artikels in einer Suchmaschine. Auf der anderen Seite ist das Recht des Suchmaschinenbetreibers, aber auch aller Nutzer der Suchmaschine, die dort gegensprechen können, plus Interesse noch von Dritten, beispielsweise von Zeitungsverlagen, die danach nicht mehr mit bestimmten Artikeln auffindbar sind, wenn beispielsweise dort ein Löschungsanspruch geltend gemacht wird. Der EuGH kam zu einer Abwägungsregel, die sagte, aber dort ist es sehr unpräzise, deswegen sage ich es jetzt auch mal so, aus meiner Sicht jedenfalls unpräzise, wenn Grundrechte betroffen sind, insbesondere Persönlichkeitsrechte, dann in diesem Fall geht es nicht um einen Schaden, soll aber der Löschungsanspruch immer überwiegen gegenüber dem Interesse, dem wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers und das Interesse der Öffentlichkeit, dort auffindbar zu sein. Jedenfalls dann, wenn nicht wieder als Ausnahme besondere öffentliche Interessen dem entgegenstehen. Als Diskussionsbedarf oder ergibt sich dadurch insbesondere, und das zeigt ja auch der vorliegende Fragenkatalog, also wie ist dieser multipolare Grundrechtskonflikt dort aufzulösen, der etwas aus meiner Sicht jedenfalls Neues ist und mit den Spezifika des Internets zu tun hat und insbesondere sich auch die Frage stellt, wie man die Nutzerinteressen als Ganzes, die ja beschrieben worden sind, als Interesse dann der Öffentlichkeit und der gesamten Nutzer, wie kann man die dort integrieren und gleichzeitig, wie können diese vagen Entscheidungskriterien, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht höchstens angedeutet sind, weiter spezifiziert werden und das Entscheidungsverfahren ausgestaltet werden. Große Suchmaschinen wie Google haben das getan. Deswegen sitzt ja auch Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hier gegenüber. Aber die Frage ist immer, in welcher Form ist das und sollte diese Verantwortlichkeit Privaten dann überantwortet werden? Gut, vielen Dank für die Einführung. Mich oder uns interessiert natürlich in besonderer Weise, was heißt das jetzt für die Datenschutzgrundverordnung? Ist da etwas zu regeln? Marktortprinzip ist unstreitig. Aufsichtsstruktur diskutieren wir heute jetzt nicht umfänglich, aber wie ist jetzt dieser Konflikt? Ist der ausreichend gewürdigt oder ist etwas zu tun? Und wenn ja, was? Ich finde, es wäre nur gut, wenn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sich jetzt äußert, mal wie sie das sieht und wie sozusagen ihr tägliches Brot jetzt so aussieht, wie man sich das so vorstellen kann. Und dann Frau González-Torres. Ich nehme auch Wortmeldungen entgegen. Im Moment habe ich noch keine. So. Vielleicht auch mal die Sie noch nicht geäußert haben. So, bitte. Ja, recht herzlichen Dank, Leuthäuser-Schnarrenberger.
Ganz kurz nur zum derzeitigen Vorgehen des Beirates, der aus 7 Experten aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten besteht. Wir machen öffentliche Anhörungen mit Experten, die ungefähr das Spektrum widerspiegeln, wie wir es jetzt hier auch erleben. Aus dem Bereich der Content-Kreierer, also der Verlage, der Journalisten, Blogger und so weiter, bis hin zu Anwälten und dann natürlich zu Universitätsprofessoren, die sich mit dem Datenschutzrecht, aber eben gerade mit dem Persönlichkeitsschutzrecht, Privatsphäre auf der einen Seite und Meinungsäußerungsfreiheit auf der anderen Seite zeigen. Und da darf ich vielleicht mal von hinten sagen, was eigentlich bei allen Anhörungen bisher dominant war, war, und ich sage das bewusst auch kritisch, dass es doch nicht sein könne, dass eine betroffene Firma wie Google selbst über diese Anträge entscheiden würde. Die hätten nicht die Glaubwürdigkeit, denn die haben ja ihre ureigenen Interessen, die sie verfolgen, natürlich auch legitime wirtschaftliche Interessen. Von daher würde Google zu viel Macht bekommen. Die Kritik gibt es ja auch in Deutschland, zum Beispiel vom Verfassungsrichter Herrn Masing. Und es wäre nicht gewährleistet, dass vielleicht auch alle Aspekte abgewogen werden würden. Wo bleibt der Aspekt Meinungsfreiheit, der ja auch in der Abwägung, wenn man zur Entscheidung kommt, es soll jetzt gelöscht werden, sehr wohl auch eingebracht werden können muss. Wo bleiben denn diejenigen, ich sage mal die Webmaster ganz allgemein, Editor, Publisher, wo bleiben die, wie können die ihre Anliegen einbringen? Und ich darf dazu gleich sagen, ich sehe das unter einem Aspekt jetzt auch unter deutschem Rechtsverständnis natürlich schon kritisch, wenn ich jemandem gegenüber einen Anspruch geltend mache, zwischen zwei Privaten, und Google ist ja nun mal eine private Unternehmen mit natürlich erheblicher Reichweite, mit großer Machtposition, dann werde ich den ja nicht nehmen können, vielleicht auch selbst zu sagen, ja, ich komme eurem Antrag nach, ich gebe dem Antrag statt, es wird hier ein Link zurückgenommen, also reindexiert, man kommt von der Indexierungsliste runter. Aber wie sollen die Verfahren davor sein? Und da meine ich, spielt die Musik, auch bei dem, was jetzt wir in dem Beirat erörtern. Es muss eine Gelegenheit geben, dass eine Stellungnahme auch Drittbetroffener, also der Webmaster und so weiter, dann auch eingeholt wird. Es kamen die Vorschläge, Google soll erstmal vorläufig löschen, dann dürfen Stellungnahmen kommen und dann kann ja ein Richter entscheiden, ob das wieder hergestellt wird. Also wieder der neue Index wieder begründet wird, halte ich nicht für richtig, weil dann hat man einmal eine Entscheidung vorweggenommen. Aber ich bin der Meinung, wir brauchen einen breiteren Meinungsbildungsprozess, bis man zu der Entscheidung kommt, ob man einem Löschungsantrag stattgibt oder nicht. Weil ich sonst diese Abwägung, über die eben gesprochen wurde, gar nicht habe bei der ersten Entscheidung des Anspruchsgegners, sprich des Suchmaschinenbetreibers. Es ist insgesamt dieses Urteil schon ein Meilenstein. Ich bin der Meinung, man kann es fast so bewerten, dass ein neuer Rechtsanspruch begründet worden ist, nämlich eben gegen eigentlich ursprünglich nur einen Vermittler, dem man jetzt eine andere Rolle gibt. Man hat immer gesagt, Suchmaschinenbetreiber vermitteln ja nur den Zugang zu Informationen, wird jetzt hier anders bewertet. Es ist also ein zusätzlicher Anspruch, der begründet wird. Und nach welchen Kriterien, wenn wir schon in die Abwägung kommen, müssen wir Kriterien entwickeln, die das Urteil nicht richtig gut vorgibt. Nicht mehr angemessen und so weiter ist ja etwas, was nicht so richtig griffig ist. Und da wird, das kristallisiert sich heraus, wahrscheinlich ein Zeitfaktor eine ganz erhebliche Rolle spielen. Aber auch das wiederum kann man nicht ganz starr sagen, nach 5 Jahren oder nach 8 Jahren greift immer dieser Zeitfaktor. Wir haben ja selbst Zeitfaktoren bei uns im nationalen Recht, auch im europäischen Recht, weil man zum Beispiel kriminelle Eintragungen, Verurteilungen löschen kann und Ähnliches. Aber dem Zeitfaktor kommt eine ganz große Bedeutung zu. Je länger was zurückliegt, umso eher soll man natürlich als Privatperson auch einen Anspruch haben, dass nicht bei jeder Suchanfrage immer sofort dieser alte Artikel, diese alte Kamelle, ich sag mal, immer wieder als erstes oben aufscheint. Und ich finde das in der Substanz richtig. Ich finde es richtig, dass wir diesen Anspruch jetzt bekommen haben durch diese EuGH-Entscheidung. Ob das so reif ist, dass man jetzt schon in die Datenschutzgrundverordnung mehr als im Artikel 17 enthalten, Right to be forgotten and erasure, also Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung, ob man da noch
noch mehr hineinnimmt oder ob da nicht schon jetzt, sag ich mal, eine gewisse materielle Kriterien drin sind, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube, man ist möglicherweise noch nicht so weit, innerhalb von wenigen Wochen jetzt eine Konkretisierung in diesen Artikel 17 auch noch aufzunehmen, denn es gibt erhebliche unterschiedliche Vorstellungen, das merkt man in den Anhörungen in den verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten. Also ich denke, wir werden jetzt demnächst in London sein, also da haben wir bisher fast nur Experten, die alle gegen das Urteil sind, suchen wir händeringend einen, der auch nochmal was zur Privacy, Right to Privacy sagen soll. Also von daher muss man das ja einfach mit aufnehmen. Also ich halte das Verfahren fast genauso wichtig wie die Konkretisierung von Kriterien, weil über Verfahren hier man auch schon zu einer inhaltlichen Ausgestaltung kommt. Und ich bin der Meinung, der Abwägungsprozess muss bei der Entscheidungsfindung jetzt gegen den Suchmaschinenbetreiber stattfinden. Und da muss man ein Verfahren ausgestalten und kann nicht hinterher dann erst durch ein lokales Gericht versucht werden, einzubringen und dann wieder herzustellen, sondern es muss vorher erfolgen. Und da gibt es verschiedene, ich will die jetzt hier nicht weiter ausführen, verschiedene Vorschläge. Sie haben immer von Mann und wir gesprochen, da will ich noch mal nachfragen. Also wir waren geschätzte Kollegen, jedenfalls aus meiner Sicht. Wir haben uns trotzdem viel gestritten, auch verständlich. Trotzdem, ich würde mich bei Ihnen bei einer solchen Grundrechtsabwägung sehr wohl fühlen. Aber als Person. Die Frage ist ja, ist eigentlich der Betroffene, Google selbst, sozusagen der richtige Mensch, die richtige Institution, eine Grundrechtsabwägung vorzunehmen? Das ist ja im Grunde die Kernfrage. Und Sie werden das jetzt irgendwie damit irgendwie umgehen, das kritisiere ich gar nicht, sondern jetzt für die Frage, die wir rechtspolitisch zu entscheiden haben. An sich kann es ja nicht sein, dass der Meinungsinformationsführer dann selber eine solche Abwägung vornimmt und alle sagen, das ist dann eben so. Also das werden wir gleich diskutieren, es gibt viele Meldungen, ich will noch mal Ihre Meinung dazu hören. Also, damit Google gezwungen wird, auch unterschiedliche andere Interessen einzubeziehen, muss man das verpflichtend in einem Verfahren, also muss im Gesetzgebungsverfahren das vorgeschrieben sein, also in einer gesetzlichen Grundlage. Wir können ja als Beirat nur Empfehlungen geben, da kann Google sagen, die interessieren mich nicht, ich gehe wieder, ob das gut ist politisch oder nicht, das müssen Sie selbst entscheiden. Das muss in meinen Augen verbindlich erfolgen. Ich glaube aber nur, dass ich nicht nehmen kann, einem privaten Anspruchsgegner generell das Recht, auch über einen Anspruch zu entscheiden, der gegen mich persönlich gerichtet wird. Ich glaube, das ist das Dilemma. Und deshalb sehe ich die Verpflichtung im Verfahren, wo man dann den, es gibt ja auch noch andere Suchmaschinenbetreiber, also die Dritten, wo man den Suchmaschinenbetreiber verpflichten muss, dass sie auch die Meinungsfreiheit in die Entscheidung einbeziehen. Das ist ja auch schon im Urteil angelegt. Und das wäre natürlich aus meiner Sicht das Allerbeste, ist übrigens immer, wenn man nachfragt bei allen Experten, so die sagen, ja, am besten ist natürlich, wir hätten eine europäische Regelung dazu. Damit, wo drin steht, dass in einer Entscheidung, also dass der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle spielt beim Anspruch auf Löschen eines Links, wie man das auch möglicherweise noch weiter ausgestalten kann, auch durch Erwägungsgründe, die spielen dann ja in eine konkrete Meinungsbildung mit hinein. Und wo aber auch genau drin steht, dass unabhängig von der Rechtmäßigkeit des Inhaltes einer Zeitung, denn das darf ja nicht das Abwägungskriterium sein, das aber in jedem Fall berücksichtigt und abgewogen werden muss, Zeitfaktor zum Beispiel bei 2 Jahren und dann Meinungsfreiheit, da werde ich dazu kommen, dass die Meinungsfreiheit vorgeht. Bei 4 Jahren werde ich vielleicht dazu kommen, dass sie nicht vorgeht und dass ich dieser Abwägungsprozess ins Gesetz hineinschreibe. Okay, das war jetzt ein bisschen länger, aber glaube ich verständlich und bitte ich um Verständnis, dass Frau Lauthauser-Schnarrenberger ein bisschen länger reden konnte, das habe ich mir jetzt mal rausgenommen, dass so zu regeln. Jetzt haben wir eine ganz viele Wortmeldungen. Als erstes jetzt Frau González-Torres, dann Professor Hein. Und dann, ich lese noch einmal vor, es kommen mehr, da bin ich alle dran. Bitte. Also ich bin Fatima González-Torres von Ecosia. Ich habe vorher schon gesagt, kurz erläutert, ich bin Head of Community Outreach bei Ecosia. Das bedeutet, ich bin sozusagen die ganze Zeit im Kontakt mit unseren Nutzern. Erstmal kurz zur Erläuterung, was Ecosia ist. Ecosia ist eine grüne Suchmaschine. Grün, weil wir 80% unserer Einnahmen an einem Aufforstungsprojekt in Brasilien spenden. Das ist sozusagen also unser Geschäftsmodell. Und ich werde
darauf mehr eingehen, damit ich dann mein Argument anbringen kann. Und zwar, wir haben keinen eigenen Index, keinen eigenen Algorithmus. Wir sind zwar eine Suchmaschine, wie Google, Bing und so weiter, aber wir haben nicht unseren eigenen Index. Das heißt, die Ergebnisse, die bei Ecosia gezeigt werden, sind eine Kombination von Ergebnissen von Yahoo und Bing. Weil einen eigenen Algorithmus zu entwickeln, ist sehr teuer und braucht sehr viele Jahre. Dementsprechend benutzen wir eben diesen Drittanbieter. Und das machen wir auch in allen anderen Sachen. Wir benutzen Google Analytics für bestimmte Dienstleistungen, auch Crazy Egg, wer das kennt, und so weiter. Genau, und ich bestehe eben darauf, das zu beschreiben, weil das jetzt wichtig ist für den nächsten Punkt. Wir verarbeiten dadurch nicht direkt oder selber Dateien, sondern Daten. Die Daten, die wir bekommen, sozusagen, werden direkt an Yahoo und Bing weitergeleitet. Dementsprechend sind wir von diesem Urteil nicht direkt betroffen. Wir sind so ein bisschen in so einer Grauzone. Was ist Verarbeitung? Genau, was ist Verarbeitung? Und in dem Sinne, ja, wir speichern keine Daten. Wir haben sehr viele Fragen immer von Nutzern. Wie kann ich, nicht viele Fragen sind angekommen, wie sie ihr Recht auf Vergessenswerden irgendwie nutzen können. Aber wir werden schon öfters gefragt, was passiert mit meinen Daten? Was wird gespeichert, was wird nicht gespeichert? Wir speichern nichts, wir geben die Dateien nur hin und her. Ein Nutzer kommt zu uns, fragt uns, wir fragen Yahoo und sagen dann dem Nutzer dann, was das Ergebnis ist. Und es gibt andere Suchmaschinen, die ähnlich wie wir arbeiten, die haben auch Drittanbieter und das ist auch wichtig. Die benutzen zwar auch einen Drittanbieter, können aber diesen Schritt vermeiden, die Daten vom Nutzer an den Drittanbieter weiterzugeben, weil sie eben für die Suchergebnisse direkt bezahlen. Das heißt, sie haben auch keinen eigenen Algorithmus, keinen eigenen Index, bezahlen aber dafür, dass dieser Drittanbieter ihnen die Suchergebnisse gibt. Wegen der Frage, Frau, was ist denn der Mehrwert von Ihnen gegenüber Yahoo und Bing? Dann sind wir bei der Verarbeitungsfrage oder bei der Rechtsfrage. Genau, also da wollte ich nämlich gerade hinkommen, eben weil was ich gerade erläutert habe, dass es andere Suchmaschinen gibt, die direkt für die Daten bezahlen. Das könnten Ecosia zum Beispiel nicht machen, weil wir eben entschieden haben, dass unser Geschäftsmodell so ist, dass wir 80% unserer Einnahmen für den Umweltschutz geben möchten. Und das ist natürlich dann legitim, dass jeder Nutzer entscheidet, möchte ich jetzt, dass meine Suche absolut anonym ist oder möchte ich, dass ich mit meiner Suche die Umwelt beschützen kann. Das muss jeder für sich entscheiden, kann jeder halt, also so quasi gesagt, ich sage nicht, dass wir natürlich... Das ist grundsätzlich irrelevant wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber was ich raus, wozu ich, mein Argument hier ist, was ich sagen wollte, ist, dass wir eben viele Anfragen bekommen, was mit diesen Daten passiert und so weiter und dass wir generell merken, dass da viel Unwissenheit herrscht unter den Nutzern vom Internet, von unserer Suchmaschine generell, wie das alles funktioniert, was wird mit diesen Daten gemacht, wie manchmal, wenn dann geklärt ist, dass diese Daten nur weitergegeben werden und nicht gespeichert werden, nicht von uns, dann sind die Nutzer dann auch wieder auf unserer Seite sozusagen. Also der Punkt hier ist, dass wir sehen, dass viel an digitale Bildung braucht. Das heißt, sehr oft haben wir das Gefühl, dass der Nutzer nicht wirklich versteht, was er macht, wenn er im Internet das eine oder das andere veröffentlicht. Und dementsprechend ist von unserer Seite, also wir brauchen bestimmte grundlegende Daten, damit wir funktionieren. Und das geht nicht nur uns so, das geht vielen anderen Startups, kleinen Unternehmen, die keinen eigenen Algorithmus entwickeln können. Oder es muss nicht nur eine Suchmaschine sein, es gibt viele andere Startups, die grundlegende Daten brauchen, um überhaupt existenzfähig zu sein. Und diese Daten sind an sich, wenn der Nutzer, wenn ihm erklärt wird, wie das funktioniert, was mit diesen Daten gemacht wird oder eben nicht gemacht wird, dann sind sie beruhigt, dann sind sie einverstanden, können dann selber entscheiden, okay, jetzt benutze ich Ecosia, manchmal benutze ich was anderes, wo meine Daten wirklich absolut anonym sind, aber dieses Werkzeug, das entscheiden zu können, weil man versteht, was mit den Daten passiert, das haben die meisten Nutzer nicht. Und das ist, glaube
glauben wir, ein wichtiger Punkt, dass es in digitale Bildung noch sehr viel gemacht werden muss, dass der Nutzer tatsächlich versteht, was, wie es funktioniert. Wenn ich im Internet bin, irgendwas veröffentliche, dann ist es wahrscheinlich sehr lange da, denn selbst wenn wir als Suchmaschine einen Link löschen, dann bleibt es ja immer noch im Internet und es kann zwar schwieriger gefunden werden, aber es ist immer noch da und genau diese digitale Bildung fehlt. Ja, vielen Dank. Interessant, dass sozusagen Sie aufsetzen auf Suchmaschinen von anderen und daraus dann, ob das keine Verarbeitung ist, gebe ich mal den Anna mal mit im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, die dazu kann man was sagen kann. So, jetzt im Rechtssinne. Jetzt, ich lese mal die Rednerliste vor, schließe sie auch gleich, weil mehr oder weniger alle da draufstehen. Bitte um Kürze und Herr Gostomczyk kriegt dann die Bitte, für uns als Verhandlungsführer in Brüssel da einen Vorschlag daraus zu entwickeln. Ja. Also Hein, Spielkamp, Süme, Fiedler, Karg, Burmeier, Zinke, Spieker, Dittler, Billen, Traxler. Sind, glaube ich, alle dann drauf. So, Herr Hein. Ja, danke, Herr Minister. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass die Abwägungsprozesse, die durchzuführen sind und die kollidierenden Güter klar definiert sind. Da braucht man nicht lange drüber zu streiten. Der Streit geht im Grunde genommen zwischen persönlichkeitsrechtlicher und presserechtlicher Kultur und datenschutzrechtlicher Kultur und gewissen Präformationen des Abwägungsprozesses, die sowohl in rechtlichen Regeln als auch in Traditionen der jeweiligen Rechtsgebiete bestehen. Ich halte das aber für nicht ausgeschlossen, dass auf der Basis von Vorgaben etwa des EuGH Rechtskulturen sich auch einander annähern. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass Datenschutzbehörden eine entsprechend valide Berücksichtigung von Persönlichkeitsinteressen, aber auch Informationsinteressen der Öffentlichkeit leisten können. Insofern möchte ich Herrn Karg schon beispringen. Ich bin auch der Ansicht, dass es problematisch ist, eine der Parteien in dem Spiel zum Schiedsrichter zu machen. Also es kann durchaus eine Verpflichtung von Google bestehen, auch Öffentlichkeitsinteressen, Informationsinteressen der Öffentlichkeit zur Berücksichtigung in einem Abwägungsprozess. Ob aber sozusagen ein Sachwalter der Öffentlichkeit schon in den Abwägungsprozess bei Google eingeschaltet werden sollte, das halte ich für fraglich. Eine der Fragen, die Sie als Leitfragen gestellt haben, hebt ab auf die Frage, sollte eine, ich gehe mal davon aus, unabhängige Schlichtungsinstanz geschaffen werden. Ich bin jedenfalls der Ansicht, dass das ein besserer Ansatzpunkt ist, als das sozusagen bei Google zu installieren. Wenn man aber eine Schlichtungsinstanz, wie auch immer, eine Schiedsgerichtsbarkeit oder was auch immer installieren will oder ein Sachverständigengremium, stellt sich natürlich auch, und insofern kann man die materiellrechtliche Lage nicht ohne die verfahrensrechtliche Ausgestaltung diskutieren, die Frage, mit welcher Autorität, jetzt mal weit und untechnisch gesagt, entscheiden die? Inwiefern ist eine Bindungskraft da? Und wäre es dann nicht, um diese Zweifel auszuschließen, ein probates Mittel, sozusagen dieses Gremium, wie auch immer es im Einzelnen ausgestaltet sein sollte, in geläufige verwaltungsrechtliche Verfahrenszüge zu integrieren? Unser Gegenargument war, wir haben das ja ins Gespräch gebracht, die Schlichtungsbehörde, dass wir dann eine staatliche Zensurbehörde bekommen. Wie auch immer unabhängig die geregelt ist. Das war sozusagen das Gegenargument. Ja, aber wo auch immer Sie das installieren, bei Google haben Sie das Problem, dass auch wenn dort so ein Fürsprecher der Öffentlichkeit installiert würde, zumindest der Anschein entstehen könnte, sie sei in der anderen Richtung parteiisch. Ich halte aber angesichts der ausgebildeten Rechtsstaatlichkeit unserer Verwaltung es für richtiger, etwa eine Kommission im Zuge regulärer Verwaltungsverfahren zu installieren, mit den dort gegebenen Möglichkeiten des Rechtsschutzes. Wir haben etwa im Bereich des Medienrechts durchaus unabhängige Kommissionen, die eingebunden werden in vorhandene Organ- und Behördenstrukturen. Das hätte meiner Ansicht nach schon den Vorteil, dass klarer ist, wie gegebenenfalls Rechtsschutzmittel und so weiter anzuwenden sind. Eine Frage, ganz kurz. Ginge das auch nach einer Entscheidung von Google, dann quasi ein Schlichtungsverfahren vorzusehen, um nicht den Einzelnen zum Gericht zu bringen?
Das halte ich nicht für prinzipiell ausgeschlossen, aber darauf kann ich Ihnen eine abschließende Antwort ad hoc nicht geben. Gute Politikerantwort, halte ich prinzipiell nicht für ausgeschlossen. Das machen wir oft auch, weil es schwierig ist. Herr Spielkamp. Ja, Matthias Spielkamp, iRights Info. Ich versuche ein paar Fragen aus der, mehr aus der Praxis zu stellen und Antworten habe ich tatsächlich nicht. Das schicke ich gleich voraus. Also wir beschäftigen uns schon seit sehr langer Zeit mit den vielen Streitereien, die es gibt um das Urheberrecht und die Durchsetzung da an Ansprüchen in der digitalen Welt. Und was wir da feststellen ist, dass das durchaus problematisch ist, was da passiert, weil man im Grunde genommen von Kollateralschäden durch das Sperren von Inhalten reden kann, die nämlich in doch einer erheblichen Zahl von Fällen nur vermeintlich Rechte verletzen und man bei einem genaueren Hinsehen dann feststellen muss, oder ist etwas ungerechtfertigt gelöscht, beziehungsweise der Verweis darauf gelöscht worden. Und da stellt sich natürlich in der Praxis die Transparenzfrage. Das heißt, wie kann man denn überhaupt sicherstellen, dass diese Fälle, die es tatsächlich gibt, dass es da nachgehalten wird, beziehungsweise dass man daran Kritik üben kann. Und die Frage, oder warum ich das Beispiel aufbringe, ist natürlich die Frage, ob bei einem Verfahren, über das wir hier sprechen, in der Größenordnung, die da stattfinden müsste, ob man denn da wirklich sinnvoll ausschließen kann, dass da ebenfalls so etwas passiert. Das heißt, wir reden ja von Löschanträgen in der Größenordnung von über 100.000, die bisher schon eingereicht worden sind, und 130.000, und das wird ja so weitergehen. Das heißt, wie soll denn dieses Verfahren aussehen, bei dem tatsächlich eine sinnvolle Einzelfallabwägung getroffen werden kann? Wird das nachher am Fließband gemacht, und was passiert dann bei denjenigen, bei denen man eben durchaus mit Fug und Recht sagen kann, das ist ungerechtfertigt gelöscht worden. Das ist also schon mal einfach so eine Verfahrensfrage. Frau Lotter, was haben Sie jetzt für eine Bearbeitungsdauer bei den 130.000? Tage, Wochen, Monate? Also der Beirat selbst entscheidet keine einzige Suchanfrage, sondern das macht ja der Anspruchsgegner. Das ist durchschnittlich, also es geht in Wochen. Es ist zum Beispiel auch ein Punkt, wie genau muss so ein Antrag begründet sein. Das geht jetzt ja über ein Formular, übers Internet. Das muss natürlich richtig nachgefasst werden. Das ist auch nochmal mit Zeitaufwand verbunden. Und es ist interessant, also an erster Stelle stand bisher immer Frankreich, also man kann es aufschlüsseln auf die Länder. An zweiter Stelle steht Deutschland. Von der Anzahl der Anträge, das bewegte sich in Größenordnung, ich weiß nicht die allerletzten Zahlen, so um die 20.000 wahrscheinlich aus Deutschland. Nur mal um zu sehen, was würde möglicherweise eine öffentliche Stelle bewältigen müssen, die ja auch innerhalb eines gewissen Zeitraums dann diesen Antrag zu entscheiden hätte. Ist zwar der Marktführer, aber nur ein Unternehmen jetzt, ne? Weiter, Herr Spielkamp. Gut, also das zeigt ja die Ausmaße nochmal eben sehr deutlich. Und ein Vorschlag, der auch schon praktiziert wird, zum Beispiel bei diesen Urheberrechtsverletzungen oder vermeintlichen, ist, dass es Organisationen gibt, die versuchen tatsächlich nachzuhalten und transparent zu machen, was ist da gelöscht worden, was wird da gesperrt. Das hört sich ein bisschen absurd an, weil man praktisch im Internet wieder so eine Stelle schafft, wo man das eigentlich alles nachgucken kann. Aber ich meine, die Situation ist ja auch absurd, in der wir uns da gerade befinden. Und man muss dann da eben auch sagen, und das ist direkt auch eine weitere Frage, die ich habe, wie das denn im Verhältnis steht zu den Suchmaschinenbetreibern selber, natürlich Google, aber es geht ja immer auch um andere Suchmaschinenbetreiber, die, wenn man so will, gegen ihren Willen eine Datenbank aufbauen von Informationen, von denen diejenigen, die Löschanfragen gestellt haben, nicht möchten, dass auf die verwiesen wird. Das heißt, wenn man so will, hat man hier eine riesige Erpressungsdatenbank, die da aufgebaut wird, um es mal stark zuzuspitzen. Ja, wie man damit umgeht, ist mir also auch im Moment noch ein bisschen rätselhaft. Und das Dritte, was ich anmerken möchte, ist eben auch nochmal die technische Reichweite, beziehungsweise was denn da eigentlich im Netz passiert. Es ist relativ unklar für mich immer noch, wie das Ganze so funktionieren soll, dass tatsächlich jemand, der in einem Land der EU lebt, daran gehindert werden soll, also wirksam gehindert werden soll, tatsächlich auf diese Ergebnisse weiter zuzugreifen. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt sinnvoll ist, aber es geht einfach darum, Google bzw. andere Suchmaschinen würden ja die Links eben nur für diejenigen nicht zugänglich machen, die im Wirkungsbereich dieses Rechts leben. Das heißt, der Nutzer
Nutzer aus den USA kann sich das ja weiter anschauen, der Nutzer aus einem afrikanischen, asiatischen Land kann sich das weiter anschauen. Es ist ja technisch überhaupt kein Problem für einen minderbegabten Internetnutzer, auf diese Möglichkeit zurückzugreifen und weiter alle diese Suchergebnisse dann eben auch zu finden. Und da haben wir eine weitere Abwägung, die man treffen muss, nämlich das, was technisch so leicht umgangen werden kann. Ich spiele mal ein bisschen an auf diese Debatte über die Stoppschilder, ja, im Internet, ob das sinnvoll sein kann, das eben in so eine Regelung aufzunehmen. Vielen Dank. Herr Sürme? Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich würde gerne einmal zu Anfang mit einer Begrifflichkeit aufräumen. Wir sprechen immer von dem Recht auf Vergessen. Davon spricht die Berichterstattung, so heißt es in dem Entwurf der Datenschutzgrundverordnung. So wird das Urteil tituliert. De facto haben wir kein Recht auf Vergessen, wir haben allenfalls ein Recht auf Verstecken. Denn das Interessante an der Auswirkung dieses Urteils ist doch, dass der eigentliche Inhalt in dem konkreten Fall erhalten bleibt. Alles, was Google in dem Fall tun muss, ist, die Inhalte bei sich aus der Linkliste, also aus dem Algorithmus bzw. aus dem Index zu löschen. Der eigentliche Inhalt, um den es aber geht, ist weiterhin im Netz verfügbar. Das ist ein Grundproblem, das wir oft haben, wenn wir uns mit der Frage der Bekämpfung von rechtswidrigen Inhalten im Internet beschäftigen. Und das ist der erste Punkt und der wichtigste Punkt für mich, den ich an diesem Urteil absolut unbefriedigend finde. Ergänzend auch noch mal zu dem Urteil überhaupt, was noch nicht Erwähnung gefunden hat, ist, dass ja interessanterweise die Schlussanträge des Generalstaatsanwalts seinerzeit anders gelautet haben als dann der Richterspruch. Das ist ja, kommt vor, aber zeigt zumindest eins, dass man über diese Fragen, die dem zugrunde liegen, sehr kontrovers diskutieren kann. Unter anderem hat ja der Generalstaatsanwalt gesagt, ja, wir haben einen Verarbeitungsprozess im Sinne der Datenschutzrichtlinie, aber nach seiner Auffassung hätte Google keine Verantwortung gehabt, wäre nicht verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinne, weil der Inhalt eben auf der eigentlichen Website weiter verfügbar war und dort offensichtlich auch nicht als rechtswidrig eingestuft wurde. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal auf das Haftungsregime der E-Commerce-Richtlinie zu sprechen kommen, das ja schon gefallen ist. In dem derzeitigen Entwurf der Verordnung wird ja ausdrücklich gesagt, dass die Verordnung diesem Haftungsregime der E-Commerce-Richtlinie nicht widersprechen soll, im Einklang zu sein hat damit. Und die Befürchtung ist schlicht und ergreifend, dass wir das durch diese Rechtsprechung durch die Hintertür quasi etwas torpedieren. Und wenn man das mal weiterspinnt, auf andere Anbieter im Internetbereich. Das muss ja nicht nur ein Suchmaschinenanbieter sein. In dem Leitpapier, das Sie mitgeschickt haben, wird ja unter anderem auch erwähnt, wie wirkt sich das aus auf Twitter, wie wirkt sich das aus auf Wikimedia. Und wenn man diese Annahme mal weiterspinnt, dann kommen wir möglicherweise in eine Situation, wo das noch viel größere Wellen schlägt als jetzt bereits, wo Privatanbieter darüber zu entscheiden haben, haben wir eine Meinungsäußerung, eine freie, oder überwiegt im Einzelfall eben der Datenschutz? Was, glaube ich, ein Lösungsansatz sein kann, der zu diskutieren ist, und das ist im ersten Block heute Vormittag schon gefallen, ist das Stichwort Medienprivileg. Wir haben sowohl in der Richtlinie als auch dann im deutschen Recht dieses Medienprivileg für den Fall der redaktionellen Berichterstattung. Herr Fiedler hat zu Recht gesagt, dass das zumindest für die klassischen Presseverlage und redaktionellen Erzeugnisse eine sehr eindeutige Regelung ist. Was wir aber bisher noch nicht berücksichtigt haben, ist, dass wir einen Medienwandel haben. Wir haben neue Formen von medialen Inhalten, die möglicherweise auch als Medien zu qualifizieren sind, ohne dass sie der bisherigen Rechtsprechung und Rechtslage, nämlich einen eigenen redaktionell gestalteten Inhalt anzubieten, nicht erfüllen. Und ich glaube, dass man diese Diskussion führen muss, so wie wir auch in anderen Bereichen darüber diskutieren, welche regulatorischen Anforderungen ergeben sich aus einem geänderten Medienbild und aus geänderten Mediendiensten. So muss man, glaube ich, auch hier diskutieren, inwieweit das Medienprivileg möglicherweise ausgedehnt werden muss auf andere Telemediendiensteanbieter. Wenn Sie sich einen Dienst wie Twitter oder ein schönes Beispiel ist in der Tat Wikimedia nehmen, dann können wir durchaus in eine Situation kommen, wo auch Wikimedia Datenschutzrechte verletzen würde. Und bei Twitter mag man das vielleicht noch anders sehen oder bei Facebook. Bei Wikimedia, finde ich, spricht einiges dafür, dass man das unter diesem Begriff Medien im Sinne von redaktionell gestalteten Inhalten subsumieren kann. Das müsste man im Moment aber tun, ohne dass das Gesetz da klar ist. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Ansatz ist. Wenn nur alles Medien sind, dann wird auch nie wieder was gelöscht. Also das muss man, das ist wieder die Kehrseite. Herr Fiedler ist jetzt dran, der kriegt noch eine schwierige Frage von mir mit, weil er hier so viel Unterstützung gefunden hat in der ersten Runde. Wir haben im klassischen Recht
Regeln nicht des Vergessens, aber des sich vorhalten Dürfens, indem wir Vorstrafen löschen aus bestimmten Gründen. Das ist sozusagen das Recht des Verzeihens. Trotzdem bleibt diese Information bei der Behörde vorhanden. Die wird nicht gelöscht, oder jedenfalls früher wurde sie nicht gelöscht. Wenn jetzt ein Journalist fragt, oder dann trifft es zu, dass bei der Behörde ein Vorstrafenregister über Herrn Meyer-Müller-Schulze vorliegt. Ich habe nur mal das Informationsinteresse, was aber ihm nicht vorgehalten werden darf bei der Polizei, bei einem Polizeiführungsamt. Wie würden Sie damit umgehen? Wahrscheinlich würden Sie auch sagen, nein, darf nicht Auskunft gegeben werden. So, warum eigentlich? Informationsfreiheitsgesetz, da ist eine Information bei der Behörde, Sie haben einen Auskunftsanspruch. Warum eigentlich? Der Staat, und das ist erstmal die Antwort auf die Frage, der Staat hat mit den Daten und bei der Datenverarbeitung über personenbezogene Umstände, die negativ sind, wie hier Vorstrafen, ist er unmittelbar grundrechtseingreifend und natürlich stärker gebunden als Private, die übereinander sehr viel freier reden dürfen. Und dieser Schutz der Resozialisierung gegen Aktivitäten des Staates ist damit recht einfach zu erklären. Die Frage ist aber deshalb präzise und wunderbar, weil der Vergleich zu der Behandlung im Zeitablauf durch die Medien ja eine Sache ist, die perfekt im Äußerungsrecht abgebildet wird. Die Rechtsprechung der Landgerichte, der Oberlandesgerichte, des Bundesgerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts zu der Frage, unter welchen Bedingungen Medien über vergangene Straftaten, Verurteilungen berichten können, ob es die RAF-Freilassungen sind mit Peymann in Berlin, ob es der Lebach-Fall ist oder was auch immer. Alle diese Dinge behandeln diesen Abwägungsprozess perfekt und da kann im Bereich der Äußerungen eigentlich der Datenschutz nichts ergänzen. Und da kommt jetzt aber zu diesem EuGH-Urteil, haben wir uns, seitdem es da ist, mit den führenden Justiziaren, Äußerungsrechtlern der großen und kleinen Verlage immer wieder ausgetauscht, zuletzt letzte Woche fast einen ganzen Vormittag. Deshalb haben wir nicht nur Fragen, wir haben Lösungen. Die erste Lösung ist die, implizit unterstellen alle, die darüber reden, das ist die Bereichsausnahme, die Europarecht zur Zweit mit Artikel 9 erzwingt und die wir in einem Bundesdatenschutzgesetz haben, dass die weiter besteht. Denn überall heißt es, naja, das Archiv selber in der spanischen Tageszeitung wird ja nicht berührt. Die Veröffentlichung selber bleibt erhalten. Bedingung dafür ist aber, dass das, was so umstritten ist und im dritten Teil noch kommen soll, hoffentlich, dass tatsächlich das Privileg der Medien erhalten bleibt, das gerne auch auf Nichtmedien ausgedehnt werden kann. Also die Bereichsaufnahme ist Bedingung. Das vorausgeschickt, sonst können wir gar nicht drüber reden. Erstens, es ist reduziert, dieser Anspruch, das sagt der EuGH klar, auf allgemeine Suchmaschinen. Wegen der besonderen Intensität des Eingriffs ins Persönlichkeitsrecht durch die Einklick-Verknüpfung des Profils für jedermann. Das ist nicht das einzelne Medium. Selbst das reichweitenstärkste einzelne Medium darf die Sachen auf seiner Seite behalten. Auf das findet es keine Anwendung, weil es journalistisch ist und auch deshalb, weil es nicht die Reichweite hat. Und das gilt auch für andere Plattformen. Ja, die machen keine Gesamtabbild des Internet. Das Zweite ist, es ist darstellbar, es ist nicht völlig undenkbar, dass man diese Unterscheidung macht. Ja, wegen der tatsächlich stärker gegebenen Intensität. Die Frage ist nur, wie behandelt man das? Und da wurde schon deutlich gesagt, und das müssen wir nochmal betonen, mit der Regel, wann denn der Anspruch auf Nicht-Auffindbarkeit in der Suchmaschine besteht, verletzt der EuGH im Grunde genommen überkommene Grundsätze von Meinungs- und Pressefreiheit, die auch im Zuge der weiteren Verbreitung gelten. Es ist kein Grundrecht von Google, die Pressefreiheit des spanischen Verlages, aber natürlich greift auch die Pressefreiheit in der Weiterverbreitung als zu berücksichtigendes Interesse mit ein. Und da müsste die Regel sein, okay, wir erkennen an, dass selbst Links in Suchmaschinen auf rechtmäßig weiter vorgehaltene Artikel zu löschen sind, also datenschutzrechtlich rechtswidrig sind. Das erkennen wir im Prinzip an. Wenn es das aber im Prinzip gibt, muss doch die Regel bleiben. Im Grundsatz ist der Link auf einen legalen Artikel auch in der Suchmaschine rechtmäßig. Und wenn besondere Umstände, ausnahmsweise intensive Verletzungen vorkommen, dann kann man gezwungen sein, den Link zu löschen. Der EuGH dreht es um und sagt ausdrücklich, in der Regel überwiegt das Persönlichkeitsrecht und wenn man es genau liest, sogar das bloße Interesse, dass ein nicht mehr aktueller Artikel entfernt wird, ohne jede weitere Nachweis einer besonderen Intensität der Persönlichkeitsbeeinträchtigung. Und
Ja, jetzt kommt aber das Wichtigste. Obwohl wir die Regel kritisieren, weil sie einfach aus Meinungsfreiheit Datenschutz macht, würden wir sagen, dass der Gesetzgeber jedenfalls zurzeit auf keinen Fall irgendetwas regeln sollte. Weder eine Organisation, die auf eine Kommunikationskontrollbehörde hinauslaufen könnte, also eine Instanz, noch ein Verfahren, noch gar Maßstäbe. Zum einen wird das in den verschiedenen Staaten völlig unterschiedlich behandelt. Zum zweiten wird es Gerichtsverfahren geben. Das heißt, die Gerichte in Deutschland werden dazu Stellung nehmen. Es gibt bereits jetzt eine Menge anhängige Verfahren, in denen Leuten, deren Links nicht gesperrt wurden, klagen. Und dann werden wir Klarheiten bekommen über die Einordnung von einer echten unabhängigen Instanz, nämlich den Zivilgerichten, die sich seit Jahrzehnten mit all diesen Fragen beschäftigen. Und wenn wir dann ein bisschen mehr Klarheit bekommen und auch mal sehen, wie das denn behandelt wird, dann kann man überlegen, ob man was regeln muss. Jetzt aber, ohne eigentlich zu wissen, wie sich das ausmändelt in der Rechtsprechung, vorschnell aus unserer Sicht etwas in die Datenschutzgrundverordnung zu schreiben, könnte wirklich ganz, ganz schlimm auf lange Zeit wirken. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben jetzt rein, im Grundsatz überwiegt immer das Persönlichkeitsinteresse. Das wissen wir doch gar nicht. Da muss man abwarten, wie sich jetzt in Einzelfällen, und das werden zig sein und mehr, das in der Rechtsprechung entwickelt. Vielen Dank. Das Problem ist nur, Sie haben gleichzeitig bei der Pressefreiheit gesagt, da sollen wir es aber regeln. Und wahrscheinlich der Verweis aufs nationale Recht. Im nationalen Recht. Im nationalen Recht, im Europarecht, in der Europäischen Grundverordnung ist da nichts geregelt. Ja, gut, das werden wir dann gleich nochmal sehen. Aber die Frage ist, ob das jetzt in Ihrem Sinne ausreicht. Aber zu der Frage, die Sie gestellt haben, Herr Burmeier ist schon dran, der muss dann gleich darauf bitte, dann, wenn er dran ist, antworten. Jetzt kommt nämlich erst Herr Karg dran. Ja, danke. Herr Moritz Karg, Datenschutzbeauftragter in Hamburg. Also in der Dienststelle. Gilt in Zukunft als immer gesagt. Also. Gut, danke. Ich glaube, wir reden über einen Scheinriesen hier, wenn wir das EuGH-Urteil uns angucken, weil ich würde es gerne noch mal auf die Grundlagen bringen. Meine Damen und Herren, wir reden darüber, dass ein Name gelöscht wird, erstens. Zweitens, wir jedenfalls als Aufsichtsbehörde erstrecken die Anwendung des Urteils nur auf Suchmaschinen, also auf Unternehmen, die Drittinformationen weiterverbreiten. Also Wikipedia und wie sie alle heißen, als Content-Anbieter fallen dort nicht drunter und sind, wenn dann, sowieso nur nach den allgemeinen presserechtlichen und so weiter und so fort Veröffentlichungspflichten gebunden. Drittens, meine Damen und Herren, zu Ihrer Information, die Abwägungsentscheidung, dass die bei Google liegt, ist im Übrigen sowohl in Europa als auch in Deutschland schon seit den 70er Jahren Praxis. Das ist Praxis. Und das ist nicht nur bei Google so, sondern bei allen anderen, von Schufa bis, Sie können jeden Datenverarbeiter hier nehmen in Deutschland, ob es der Staat ist oder Private, die entscheiden. Und dann, jetzt kommt unsere Rolle, dann, wenn es da nicht klappt, kommen wir oder letztlich die Gerichte. Können Sie diese Frage noch mal eben beantworten, wir oder die Gerichte, wäre das in Zukunft? Nee, letztlich die Gerichte. Ja. Wir also erst aber Sie und dann die Gerichte. Dann wir, so. Ja, die andere Frage war ja, ob es ohne Sie gleich zu den Gerichten geht. Das war ja die Kernfrage. Ich bin noch nicht fertig. Zweitens oder drittens, dieses Urteil ist kein Urteil über das Recht auf Vergessen. Dieses Urteil ist ein Urteil auf die Umsetzung eines Widerspruchs einer Einzelperson gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Übrigen auch schon im Bundesdatenschutzgesetz drinsteht. Nächste Information, viertens, wir haben ein Recht auf Vergessen im Bundesdatenschutzgesetz. Paragraph 35 Absatz 4, Absatz 4 Nummer 2, nee, andersrum, Absatz 2 Nummer 4. Dort steht drin, dass unter anderem alle diejenigen, die fremde Informationen weiter verbreiten, nach 4 Jahren zu prüfen haben, ob sie diese Informationen weiter verbreiten dürfen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Auskunftei- und Adresshandelunternehmen kennen diese Regel und haben sie anzuwenden. Stand der aktuellen Gesetzgebung in Deutschland. Nicht für Presseartikel, aber ich möchte das einfach nur noch mal feststellen. Deswegen einfach nur, um klarzumachen, was der Unterschied zwischen dem, was Google, Bing, Yahoo und alle anderen Suchmaschinen momentan tun müssen, zu dem, was Realität im Bereich des Rechts auf Vergessen ist. Das war okay, ja. Noch eins, dann die noch Robin, eins aber noch, ja, ein Punkt wurde noch angesprochen. Google hält eine Liste. Ich bin ganz kurz, ich bin weit, sehr, sehr weit davon entfernt, Google oder irgendeinen anderen Suchmaschinenanbieter hier eine Lanze zu brechen. Das möchte ich nochmal feststellen. Aber dass eine Liste existiert von Widersprechenden,
Das ist auch nicht neu. Die Robinson-Liste ist nichts anderes. Die Robinson-Liste gegen Postwerbung ist nichts anderes als das, was Google vorhalten muss. Ja, und das ist das Problem. Das ist das Problem in der Abwägung zwischen, das muss jeder Einzelne, und deswegen ist es auch keine automatische Pflicht zu löschen, jeder Einzelne muss entscheiden, möchte er gegenüber einem Anbieter wie Google einen Widerspruch einlegen, der dann gespeichert werden muss von Google, ansonsten können sie es nicht umsetzen oder nicht. Und das ist die Freiheit, die unser Grundgesetz uns gibt. Also einfach nur noch mal, um runterzukommen, und übrigens, ich würde trotzdem gerne wissen, wie viel von Google, wie viel noch nicht beantwortet sind, weil, als kleine Information zum Schluss, wir sind die Aufsichtsbehörde, beziehungsweise meine Kollegen, 2,5 Kollegen, sind diejenigen, die die abgelehnten Entscheidungen nämlich bearbeiten müssen. Insofern wären wir durchaus über Transparenz interessiert. Und zum allerletzte Punkt, Transparenz kann man herstellen, dass das wäre so etwas, was ich durchaus gesetzlich regeln könnte, dass, wenn Löschungen durchgeführt werden, das Unternehmen Google anonymisiert darüber Informationen gibt, indem sie schlicht und ergreifend nur mitteilt, dass zum Beispiel auf Seiten, was sie mittlerweile ja sowieso schon tun, dass bestimmte Informationen gesperrt werden. Und ich glaube auch nicht, dass das Abendland untergeht, nur dadurch, dass eine nicht mehr im öffentlichen Interesse stehende Person das Recht hat, wie zum Beispiel ich, das Recht hat zu sagen, ich möchte nicht nach 20 Jahren, dass darüber berichtet wurde, was ich hier zum Beispiel auf dieser Veranstaltung gesagt habe. Wenn das, ich gehe mal davon aus, dass es nicht historisch wird, vielleicht, man weiß es nicht, aber wenn es dann historisch wird, okay, aber wenn es nicht historisch wird, dass es dann gelöscht wird. Also ab heute sind Sie aber eine Person des öffentlichen Interesses, das ist mal ganz klar. Herr Burmeier. Ich will es mal versuchen, dem Versprechen der Kürze auch Taten folgen zu lassen. Und zwar, ich möchte eigentlich nur vorschlagen, die Google-Entscheidung als eine liberale Entscheidung zu lesen, als eine Entscheidung für die Freiheit. Ich weiß, das ist vielleicht in manche Leute Ohren eine Provokation, aber ich glaube, sie hat tatsächlich dieses Potenzial. Ich habe sie am Anfang übrigens selbst für ein ganz großes Problem, einen Riesenfehler gehalten, aber ich sehe das jetzt differenzierter. Warum? Die Google-Entscheidung macht im Grunde deutlich, dass man eben in zeitlicher Hinsicht unterscheiden muss zwischen einer Äußerung, ob nun in der Presse oder auch durch Privatleute, ob nun im Internet oder zunächst mal außerhalb des Internets, weil wir ja wissen, alles wird irgendwann im Internet konvergieren, sehr wahrscheinlich. Zwischen diesen muss man, auf der einen Seite muss man entscheiden, und der weiteren Verfügbarkeit in Form von zum Beispiel Google-Profilen. Und ein Schlaglicht zu werfen auf diesen ganz spezifischen Wirkbereich, das haben wir in der ersten Runde schon kurz angesprochen, das halte ich für einen ganz großen Erkenntnisgewinn. Das ist jetzt nicht völlig neu, aber das mal in einer Entscheidung wirklich quasi zum Maßstab einer juristischen Abwägung zu machen, das ist ein ganz großer Gewinn, und ich finde es gut, darauf nochmal hinzuweisen, weil das für die weitere Debatte einfach ermöglicht, Abwägungen auch spezifischer zu treffen. Wir müssen nämlich jetzt nicht mehr notwendigerweise, wenn irgendetwas in der Presse zum ersten Mal erscheint, damit leben, dass es dann für immer im Internet für jeden sofort abrufbar sein wird. Klar, es wird möglicherweise nicht mehr gelöscht werden müssen, aber es wird möglicherweise differenziertere Entscheidungen darüber geben, inwieweit man es finden kann und inwieweit es zum Beispiel in eine Profilbildung Eingang findet. Und das erlaubt unterm Strich möglicherweise sogar eine feinere Steuerung von zulässigen Pressemitteilungen, Presseveröffentlichungen, und könnte insofern, das war das liberale Potenzial, von dem ich sprach, dazu führen, dass Presseveröffentlichungen sogar weitergehend zulässig sein können, dass die Abwägung in diesem Bereich sogar pro Pressefreiheit ausfallen kann, wenn damit das Kind quasi nicht in den Brunnen gefallen ist, einfach weil man später im Wirkbereich nachsteuern kann und, so wie das Herr Karg gerade angesprochen hat, später sagen kann, naja, das ist jetzt 2-3 Jahre her und wirklich nicht mehr relevant, und das muss jetzt eben aus öffentlichen Profilen zumindest gelöscht werden. Aber im Gegenzug kann dann eben möglicherweise pointierter berichtet werden. Und das finde ich ein ganz großes liberales Potenzial dieser Entscheidung. Herr Dr. Fiedler hat indes natürlich hingewiesen auf Probleme dieser Entscheidung, und zwar zum einen, was sind eigentlich die materiellen Kriterien dafür, was weiter im Internet verfügbar sein kann? Und da möchte ich seinen Punkt ganz deutlich nochmal unterstreichen. Herr Minister, Sie haben eben gesagt, ich werbe quasi für mehr Arbeit für Gerichte, also davon bin ich weit entfernt. Ja, wir haben gut zu tun, aber es gibt einfach bestimmte Situationen, wo die Gerichte in der Gesellschaft, finde ich, eine sehr wichtige Rolle spielen, und dieses Ausmändeln, ich glaube, das war Ihre, wie ich fand, sehr treffende Formulierung, dieses Ausmändeln, welche Belange in welcher Situation den Vorrang genießen, wie lange das möglicherweise auch auf der Zeitachse gilt, das ist eine klassische Funktion der Gerichte und natürlich auch der Parteien, die vor diesen Gerichten auftreten, die Argumente vorbringen und wo sich dann eben in so einem diskursiven Prozess letztlich eine Lösung finden kann. Insofern würde ich
zum einen den Appell unterstreichen, den Gerichten diese Funktion zuzutrauen und quasi in politischer Hinsicht an Sie jetzt gerichtet auch nochmal ganz deutlich machen, da muss man jetzt aufpassen, dass man die Diskussion nicht zu schnell abschneidet. Und ich glaube, mit Bereichsausnahmen kann man da sehr gut arbeiten, indem man zunächst einmal sagt, wir schauen uns jetzt an, wie sich in den nächsten 5 Jahren zum Beispiel die Rechtsprechung zu diesem Wirkbereich weiterentwickeln wird. Und erst wenn sich da ernsthafte Probleme zeigen, muss man nachsteuern. Und in genau dieselbe Richtung geht die Frage, was machen wir denn? Richten wir jetzt eigentlich sofort öffentlich-rechtliche Behörden ein, die dieses Feld bestellen? Und im Anschluss an das, was hier auch schon gesagt wurde, werde ich da auch nochmal Skepsis anmelden. Einfach weil die Verwaltungsgerichte typischerweise eben nicht in der Lage sind, diese Abwägung so in der Form vorzunehmen. Schlicht und ergreifend, weil sie nicht die Erfahrung haben. Und da sollte man sich die Sachnähe einfach der Zivilgerichtsbarkeit, alles aus der deutschen Perspektive gesagt. Also dazu sagen wir jetzt mal gar nichts zur Qualität zwischen Land und Verwaltung. Nein, das ist keine Qualität. Sie verstehen mich. Erfahrung, also ich will nicht die Kollegen schelten. Ich will einfach nur sagen, es geht um Erfahrung und Sachen. Ja, ja. Vielen Dank. Man kann dir ja auch mal, ist egal. Jedenfalls, das vertiefen wir jetzt nicht, das ist der deutsche Debatte. Die Gerichtszuständigkeit, was da wohin gehört, haben wir lange drüber geredet. Machen wir jetzt nicht. Sondern die Konsequenz aus dem, was Sie sagen, ist, in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung müssen wir bis auf das Marktortprinzip und vielleicht Aufsichtsstrukturen im klassischen Bereich hier nichts regeln. Sehe ich das richtig? Das wäre mein Plädoyer, sondern man sollte da der gesellschaftlichen und juristischen Diskussion jedenfalls für einige Jahre vertrauen und dann einfach versuchen nachzusteuern, wenn tatsächlich sich erweisen sollte. Aber in dem jetzigen Entwurf ist ein Abwägungsmaterial Grundrecht nicht drin, sondern nur das Recht auf Vergessen. So, von daher könnte man eben, das war eine Erwägung, die wir haben, könnte man eben dieses Grundrecht mit reinschreiben, dann ist das Abwägungsmaterial für die so klugen Landgerichte. Das würde ich zum Beispiel für einen sehr pragmatischen Vorschlag halten, ja. So, jetzt Frau Zinke. Genau. Michaela Zinke, VZBV. Als erstes würde ich gerne noch mal... Einmal die Abkürzung erläutern. Achso, Verbraucherzentrale Bundesverband. Zu Herrn Karg würde ich gerne noch mal das unterstreichen, was er am Anfang gesagt hat, dass wenn wir sagen, dass der Suchmaschinenbetreiber verantwortlich ist für die Datenverarbeitung, dann muss der in erster Linie auch erstmal der Ansprechpartner für denjenigen sein, wenn ich mein Widerspruchsrecht in Anspruch nehmen möchte. Es kann nicht sein, dass wir dann zum Beispiel zum Verbraucher sagen, Google ist jetzt in dem Fall für die Verarbeitung verantwortlich, aber falls du widersprechen möchtest, musst du dich an irgendeine andere Behörde erstmal wenden. Also grundsätzlich muss es immer erstmal dahin gehen. Bei den Kriterien würde ich gerne noch ergänzen, dass ich glaube, dass das Zeitkriterium auf keinen Fall das Einzige sein kann. Ich glaube, ganz wichtig ist die Rolle desjenigen, der seinen Anspruch auf Löschen ausüben möchte, in welcher Rolle er sich befindet. Also zum Beispiel, ist er tatsächlich eine wirklich reine Privatperson? Ist er vielleicht ein Kleingewerbetreibender bei eBay, der vielleicht irgendwelche Produkte verkauft nebenbei? Da könnte es ja zum Beispiel als Information in einem Forum für andere Verbraucher wichtig sein, wenn diese Produkte schlecht zum Beispiel sind. Also diese Rollen, ja, die sind ganz wichtig. Und ich glaube, da muss man versuchen, Kriterien dafür zu entwickeln. Zum anderen glaube ich, dass es immer noch ganz, ganz wichtig ist, einen durchsetzbaren Löschanspruch zu haben, auch bei dem Webseitenbetreiber. Das ist das, was immer noch vergessen wird. Also wir raten dem Verbraucher trotz des Google-Urteils immer noch erst zum Webseitenbetreiber zu gehen und dann zu der Suchmaschine, weil natürlich dann die Daten tatsächlich gelöscht werden, außer sie werden natürlich wieder eingestellt. Also einen richtigen Löschanspruch ist ja schwierig. Und auch da haben wir ja ein Defizit, weil die meisten haben es tatsächlich sehr, sehr schwer, diesen Anspruch durchzusetzen. Und ich glaube, auch da muss man in der Verordnung tatsächlich noch Verbesserungen erwägen. Und dann muss man sich überlegen, wenn man möchte, dass der Suchmaschinenbetreiber für die Datenverarbeitung verantwortlich ist, dann muss man, glaube ich, damit leben können, erstmal, dass er eben auch diesen Anspruch des Verbrauchers auf sein Widerrufsrecht zum Löschen eben dann auch erstmal in dem Fall Google entscheidet. Also ich glaube, sonst muss man überlegen, ob eben Suchmaschinenbetreiber weiter Vermittler sind. Und dann kann man sie nicht als für die Datenverarbeitung Verantwortliche ansehen, was ich aber falsch sehe. Vielen Dank. War auch, glaube ich, erhellend. Ja, in dem Sinne, weil ich habe auch immer ein bisschen gesagt, Google kann ja nicht die Grundrechtsabwägung vornehmen, aber dann stellt sich sofort die Folgefrage, wer denn dann? Oder jedenfalls ist es nicht auch eine Riesenentlastung für den, der jedenfalls angeblich etwas falsch gemacht hat, dass er erstmal sich sagt, das soll man jemand anders entscheiden, ich entscheide mal nicht.
Also das ist schon irgendwie auch für mich ein Lerneffekt der Debatte jedenfalls. Ein Satz, Frau Leuthauser, und dann Frau Spieker. Zu Recht gesagt, natürlich bleibt ein Anspruch gegen den, der den Inhalt generiert hat, immer bestehen. Aber wichtig ist, dass das Urteil ausdrücklich sagt, man darf nicht zwingend darauf verwiesen werden, weil der natürlich ganz, ganz schwierig durchsetzbar ist. Und der andere Anspruch weitergeht, weil bei einem rechtmäßigen Inhalt habe ich kaum den Anspruch, dass der gelöscht wird. Aber wegen der besonderen Rolle einer Suchmaschine mit einer riesen Wirkungsbreite habe ich dann eben eventuell nach einem gewissen Zeitfaktor den Anspruch, dass ich aus der Listung herauskomme. Und das ist ja, finde ich, etwas und hilft sehr insgesamt bei der Debatte. Das wird wieder, Entschuldigung. Ach so, Entschuldigung. Das führt wieder zum Thema Reichweite und das führt zu Verspieker. Ja. Dazu wollte ich gar nicht so viel sagen. Müssen Sie auch nicht. Warte. Ich würde als erstes gerne noch mal ein paar Begriffe, ein bisschen wie Herr Karg eben auch klarstellen. Also das erste ist mir ein Anliegen, es geht nicht um Zensur. Es geht nicht darum, dass Inhalte nicht ins Internet kommen, nicht verfügbar sind, sondern es geht darum, dass nach einem bestimmten Zeitraum, und das ist das einzige Kriterium, was der EuGH wirklich festgezurrt hat, dass man sagen kann, nach 16 Jahren offenbar, in diesem Fall hat es gereicht. Das Zweite, was der EuGH klar gemacht hat, und das geht hier in der Diskussion, finde ich, immer wieder durcheinander, Suchmaschinen sind keine Medien, sind keine Presse und unterliegen nicht dem Medienprivileg. Sie sind, und auch das ist im Grunde klar, auch nicht der Informationsmedier schlechthin. Es gibt auch andere und da muss man differenzieren. Und eines der Hauptdifferenzierungskriterien ist der Umgang mit den Informationen. Und da haben Suchmaschinen ein Geschäftsmodell, das darin besteht, auch die Anfragen der Suche auszuwerten und daraus im Grunde Geld zu verdienen. Und das ist, und wofür sie das Geld verdienen, es ist völlig legal, dass sie das wollen, aber das ist ein Differenzierungskriterium für die rechtliche Beurteilung, weil sie damit eben nur dem Berufsfreiheitsrecht unterfallen, aber nicht Presserecht, auch nicht Meinungsfreiheit. Und das hat der EuGH sehr deutlich gemacht. Dritter Punkt, den ich klar machen möchte, ein bisschen daraus folgend nochmal, Informationen sind ein Wirtschaftsgut. Das heißt, wir sprechen hier auch über eine Wirtschaftsregulierung. Ob die im Datenschutz und im Meinungsfreiheitsrecht wirklich richtig verankert ist, bezweifle ich. Aber wir haben im Moment nichts anderes und speziell auch die Monopolstrukturen, die hier eine Rolle spielen, sind im Gut der Information angelegt. Also da kann man auch lange grundsätzlich drüber sprechen. Inhaltlich würde ich gern zwei Punkte machen. Das eine ist, und das ist sozusagen eine Überleitung, und man muss sich auch noch mal klar machen, die Information verschwindet nicht, sondern sie verschwindet aus den Suchmaschinen. Die originäre Seite bleibt erhalten und das hat der EuGH deutlich gemacht. Und das ist genau der Punkt auch zu dem Recht auf Vergessen, also dem Löschungsanspruch, den wir haben. Das ist etwas grundsätzlich anderes gegenüber dem Originären. Hier geht es um den Verbreiter, der damit mit der Verbreitung kein eigenes Interesse verfolgt. Dann wäre nämlich ein Presseunternehmen mit Medienprivileg, sondern der damit wirtschaftliche, kommerzielle Interessen verfolgt. Was wir also haben, ist, dass letztlich nur die Suche erschwert wird. Das Auffinden ist möglich und es ist auch bei Google weiterhin möglich und zulässig, diesen Menschen zu finden, wenn man nicht nach dem Namen sucht, sondern nach dem sachlichen Vorgang. Und genau das ist auch bezweckt. Das heißt, es wird lediglich erschwert, die Verbindung zur Person, aber nicht die Verbindung zur eigentlichen sachlichen Aussage. Und damit kommen wir dazu, dass wir, ich nenne es die Reanalogisierung haben, eines unglaublich schnellen und kostengünstigen Prozesses, nämlich dieses Suchens, der möglicherweise dazu führt, dass wir auf einmal auch eine Reindividualisierung haben. Weil nämlich nicht mehr der Suchalgorithmus entscheidet, was wichtig ist und was wir finden können, sondern auf einmal das Individuum. Und damit ist es auch ein Stück weit, sage ich mal wieder, eine Redemokratisierung des Internets. Weil auf einmal nämlich der Einzelne nach seinen Suchmaßstäben Auffindbarkeit. Zweiter Punkt, Lösung. Das ist das, woran Sie im Grunde am meisten interessiert sind. Wenn man das im Hinterkopf hat, deswegen habe ich die Begriffsklärung vorangeschickt, dann ist Google sicherlich nicht der richtige Adressat. Und da würde ich auch sagen, bleiben Sie da hart. Man kann darüber nachdenken, ob Google der richtige Adressat ist, wenn man Google das Recht zubilligt, zu sagen, da kommt ein Löschungsanspruch und sobald der kommt und für mich irgendwie nichts Besonderes erkennbar ist, gebe ich dem statt. Ja. In dem Moment aber, wo das Ganze schwieriger wird, muss ich von demjenigen, der den Löschungsanspruch geltend macht, darüber hinausgehende Informationen einholen, um die Abwägung wirklich treffen zu können. Und das sollte nicht, und wenn ich jetzt Google sage, meine ich damit einen kommerziell ausgerichteten Informationsmedia, dann sollte der das nicht sein, weil er daraus weitere Informationen, die er kommerziell verwerten will, gewinnt. Und das ist faktisch der Bock zum Gärtner. Wir
sein. Sehr guter Punkt. Wer soll es stattdessen sein? Da wäre ich durchaus auch bei Ihnen an einem Punkt. Sie haben diese Schlichtungsstelle in Vorschlag gebracht. Ich halte das für eine kluge Institution und würde an Herrn Hein da in dem Punkt zurückweisen. Die Medienaufsicht hat ja durchaus Erfahrungen damit gesammelt, dass man Gremien zusammensetzen kann, die eben auch gesellschaftspolitisch aufgestellt sind. Mir ist aber ganz wichtig, und ich glaube, das war auch Herr Hein, der den Punkt machte, es muss eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle hinterher geben. Also es kann nicht das Ende der Fahnenstange sein, dass die Schlichtungsstelle darüber befindet und das war's, sondern das muss kontrollierbar sein. Und an dem Punkt bin ich dann auch ganz bei Herrn Bührmeier, nämlich zu sagen, entspannen wir uns doch ein bisschen und überlassen wir auch ein gewisses Vertrauen in die europäische Rechtsordnung. Sie haben eben Ungarn angesprochen. Ja, aber Ungarn ist 2014 vom EuGH in der Behandlung seines Datenschutzrechts deutlich gemaßregelt worden. Und zu sagen, also das Bundesverfassungsgericht hat auch nie in seinen ersten Entscheidungen schon den ganzen Weg vorgegeben. Das ist ein Abwägungsprozess, der gesellschaftlich dann auch eben entwickelt werden kann. Ja, war fast schon ein Schlusswort, aber vielen Dank. Jetzt die letzten drei, Herr Dittler, Herr Behlen und Herr Traxler. Ja, Herr Spielkamp hat die meisten meiner Argumente eh schon gebracht, deswegen kann ich mich ganz kurz fassen. Ich wäre sehr dafür, dass die Regelungen, nach denen solche Anträge auf Löschung des Linkes behandelt werden, transparent gemacht werden. Wäre es für jeden klar, wie Google entscheidet, dann kann man auch vergleichen, wenn Bing zum Beispiel anders entscheidet. Das würde das Ganze sehr viel einfacher und deutlicher machen und vielleicht auch die Arbeit einer solchen neu einzusetzenden Schiedsgruppe weiter vereinfachen, denn sie wissen einfach, wie das Ganze abläuft. Das Zweite ist eine ganz kurze Anmerkung. Das Verfahren erzwingt das Halten von Blacklists, also von Listen, von Dingen, die nicht genannt werden dürfen. Und meine Erfahrung mit dem Internet ist, dass jede auch noch so gut geschützte Liste irgendwann das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. Das heißt, irgendwann werden die public gemacht und können dann wieder benutzt werden. Das ist Herr Behlen, ich fürchte, Sie haben recht. Was daraus folgt, ist wieder eine andere Frage. Herr Behlen. Also wir bewegen uns ja im Verhältnis einer Privatperson zu einem Unternehmen. Das ist die Grundlage. Und wenn ich das zur Grundlage nehme, ist in anderen Fällen der Weg zunächst so, wenn ich eine Beschwerde als Kunde habe, dass das Unternehmen die Beschwerde zu behandeln hat. Es muss sie allerdings im Rahmen einer unternehmerischen Verantwortung tun. Die hat Google bisher nicht vorgenommen, weil man sozusagen automatisiert Profile zu einzelnen Personen hingestellt hat. Das würde sich sonst kein Unternehmen in der realen Welt erlauben können. Es muss eine unternehmerische Verantwortung auch gelebt werden. Und deswegen ist ja ein Thema, was wir mit Ihnen auch gemeinsam diskutiert haben, eine Art Kaskade. Also es sollte ein Beschwerdemanagement geben, das enthält, dass nicht nur eine Information zwischen der betroffenen Person und dem Unternehmen erfolgt, sondern auch an die anderen. Ein anderer ist beispielsweise eine Zeitung, die einen Artikel veröffentlicht hat. Wenn eine Zeitung gar keinen Unterlassungsanspruch erhalten hat, dann finde ich, könnte sie mit Recht sagen, eine Information sollte auffindbar bleiben. So, wenn die Betroffenen sich hier nicht einig werden oder wenn eine Zeitung sagt, wir haben hier ohne Unterlassungsklage, ohne Unterlassungsbegehren etwas veröffentlicht, könnte der nächste Schritt in einer Kaskade eine Schlichtungsstelle sein. Das haben wir im Versicherungsbereich, das haben wir in anderen Bereichen. Da gibt es unabhängige Schlichter, da gibt es unterschiedliche Stakeholder, die einbezogen werden. Und das wäre, glaube ich, hier bei dem Thema sehr angemessen. Und es gibt immer einen Rahmen, dass die Schlichter eine Entscheidungsbefugnis haben. Die muss ihnen natürlich von den Suchmaschinenbetreibern eingeräumt werden. Also jetzt das Beispiel aus der analogen Welt. Der Versicherungsombudsmann kann entbindende Entscheidungen für die Unternehmen bis zu einer Höhe, ich glaube, von 10.000 Euro treffen. Wenn der seine Entscheidung getroffen hat, ist das Unternehmen an den Schlichtungsspruch gebunden. Der betroffene Verbraucher kann den Rechtsweg beschreiten, wenn er sagt, mir ist das nicht ausreichend. Und da würde man dann bei Herrn Burmeier landen oder bei wem auch immer. So, das hat den Vorteil, dass man manchmal durch die Einbeziehung einer Schlichtung zu einer schnelleren Befriedung kommt, als wenn alle Dinge direkt zu Gericht gehen. Aber entscheidend wird sein, dass man sozusagen am Anfang eine Lösung hat, dass man nicht nur die direkt Betroffenen einbezieht, sondern auch die anderen, deren Rechte, aber deren Interessen betroffen sind. Und eine solche Stelle, wenn man sie denn einrichten will, kann nicht nur eine für Google sein, und von Google, sondern da muss man sehen, wer ist da noch im Boot.
Und ich glaube, das wäre ein Verfahren, kann man vielleicht mal auch in einem Pilotprojekt ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es schon alle Fälle erschlägt, aber das könnte in der Richtung dann eben auch funktionieren. Zu den Fallzahlen, Versicherungsombudsmann, Energieschlichtung haben auch so 20.000, 30.000 Fälle im Jahr. Also das ist jetzt nichts, was in dieser Systematik von Institutionen völlig sozusagen unmöglich wäre. Also man könnte es, wenn man das will, in so eine Richtung eben auch entwickeln. Und ich würde es auch für angemessen halten, weil ich nicht denke, dass man Google oder jeder Suchmaschine diese Entscheidung, die Abwägungsprozesse alleine überlässt. Das ist nicht deren Aufgabe. Vielen Dank. Das war ja auch, ich glaube, das war Konsens, dass es nicht alleine und abschließend der Suchmaschinenhersteller macht, sondern statt dem oder anschließend, wer es dann irgendwie macht. Herr Traxler, und dann kriegen Sie das Schlusswort. Vielen Dank, Christian Traxler, Head of School of Governance. Vorab nochmal, ich bin Ökonom und verfolge hier als juristischer Laie, Sie dürfen auch Banause sagen, die Diskussion. Ich möchte aber gerade aus dieser Perspektive eines empirischen Ökonomen, einer Person, die mit Daten arbeitet, personenbezogenen Daten arbeitet, vielleicht noch einen weiteren Punkt hier einwerfen in die Diskussion, ob man so eine Schlichtungsinstanz, so eine unabhängige Instanz braucht. Und das knüpft unmittelbar an die vorige Wortmeldung an. Was die Aufgaben von so einer Instanz werden, ob man die nicht breiter gestaltet werden könnten und ob man damit auch nicht diesem Problem von einer Zensurinstanz entgegenwirken könnte. Insofern nehme ich, dass ich an einer unabhängigen Instanz interessiert wäre, die unabhängig vom Datenschutz und unabhängig von zivilen Gerichten mich als Wissenschaftler unterstützt, wenn ich Daten nicht verstecken, sondern in die Öffentlichkeit ziehen will. Ja, es ist eine Diskussion, ein Aspekt dieser Diskussion, der hier in diesem wunderschönen Leitfaden vom Innenministerium, und ich glaube, daraus lernen wir auch etwas, nicht reflektiert wird, ist die Frage von Daten und Implikationen Datenschutz für Wissenschaft. Ja. Dass hier eine solche Instanz schlussendlich auch wissenschaftliche Interessen unterstützen könnte, an Daten ranzukommen. Ja, Ira, ich bin bei dir. Daten sind ein wirtschaftliches Gut, Daten sind aber auch ein politisches Gut. Ich, hier an der Hertie School of Governance arbeite ich mit so Fragen, die politisch relevant sind. Wenn ich Anfragen stelle an sensitive Daten, die in staatlichen Institutionen liegen, glauben Sie mir, da gibt es einen Konjunkturzyklus, wann der Datenschutz restriktiver und mit manchmal auch dubioseren Argumenten so eine Anfrage ablehnt. Ja? Kurz vor der Wahl ist es oft eine dumme Idee, nach bestimmten Daten zu fragen. Da könnte irgendwer etwas produzieren, was dann nicht erwünscht ist, kurz vor der Wahl. Ich kenne relativ viele... In Deutschland. In Deutschland und vor allem in den Bundesländern. Ich kenne relativ viele Wissenschaftler, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben, mir inklusive. Ich kenne relativ wenige Wissenschaftler, die dann vor Gerichte gezogen sind, um für Daten zu kämpfen. Wenn man hier eine Instanz schaffen würde, die einen einfacheren und unkomplizierteren Zugang zu gerecht oder ein Recht auf Daten schaffen könnte, dann wäre, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen, auch in einer komplett anderen Perspektive. Und auch würde hier diese wissenschaftliche Diskussion schlussendlich auch weiterbringen. Tja, das ist nochmal eine ganz neue Baustelle, die werden wir jetzt heute nicht aufmachen. Im Archivrecht haben wir jedenfalls auch Differenzierung bei Zugängen zwischen irgendeinem, der irgendwas nachgucken will, und einem Wissenschaftler, der dann privilegierten Zugang auch auf Archive kriegt, ob man daraus irgendwas herleiten kann. Also den privilegierten Zugang zu Rechten, den müssen Sie mir noch zeigen. Ja, also konkret bei diesen spannenden Daten. Sag ich ja, im klassischen Archivrecht haben wir das, im Zugang zu Büchern und Akten. Jetzt habe ich die Frage gestellt, ob man daraus, werden wir heute nicht beantworten, ob man daraus analogiemäßig irgendetwas für ein Forschungsprivileg noch machen könnte. Aber schwierig, glaube ich. So, Herr Gostonczyk. Ja, herzlichen Dank. Also Herr Feldmann durfte noch zusammenfassen, das werde ich auch versuchen. Es ist schwierig bei diesen vielen Wortmeldungen natürlich insgesamt eine Bündelung zu treffen. Aber ich hätte jedenfalls herausgehört, dass mehrmals betont worden ist, diese Entscheidung des EuGHs ist nicht als Zensur in dem Sinne zu werten, oder es wurde
nicht gemacht, aber es sei eine deutliche Zäsur, weil es auf einmal da schon dazu führt, dass bestimmte Treffer, also weil die Veränderung des Verhältnisses der rechtlichen Betrachtungsweise von Suchmaschinen sich verändert hat und auch weil die Verantwortung der Suchmaschine auch anders betrachtet worden ist. Da ist nochmal betont worden, dass es nicht darum geht, jetzt ganze Artikel rauszulöschen, sondern immer um die Auffindbarkeit von Namen, dass die im Vordergrund steht, die aber natürlich immer, wenn sie an einen Link geknüpft ist, dazu führt, dass dann ein ganzer Artikel möglicherweise nicht mehr über Suchmaschinen auffindbar ist und damit verbunden wiederum, wie die Einbettung dort bestehen soll. Über das Verfahren ist viel diskutiert worden und sehr heterogen diskutiert worden. Da gab es die Meinung, dass es schon ein richtiger Ansatz des EuGHs war, den Suchmaschinen die erste Verantwortung jedenfalls zu übergeben und ein Verfahren dort weiter auszugestalten, was jetzt passiert. Es gab aber auch die Ansätze, dann im Nachhinein eine Schlichtungsstelle dort heranzukoppeln, die unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Hier wurde ein verwaltungsverfahrensrechtlicher Zug vorgeschlagen. Es gab aber auch andere Vorstellungen, die aus meiner Sicht jedenfalls aber dann nicht weiter konkretisiert worden sind. Die Frage ist, welche Zuständigkeit gibt sich dann immer im Anschluss an diese Verfahren? Auch dort gab es unterschiedliche Meinungen. Herr Bührmeier meinte, dass die Zivilgerichte die beste Abwägung vornehmen können und Verwaltungsgerichte das in dem Maße nicht so können. Alle Verwaltungsrechter oder Öffentlichrechter, die hier sitzen, haben das jedenfalls still kommentiert, habe ich wahrgenommen. Aber auch gibt es hier unterschiedliche Ansätze. Auch die Kriterien der Anwendbarkeit des Verfahrens oder einer Löschung, da wurde konstatiert, dass die zum jetzigen Zeitpunkt im hohen Maße vage sind. Also Einigkeit gab es darüber, und das ist ja auch klar nach der Entscheidung, dass möglicherweise der Zeitraum oder eine große Rolle spielt, aber welche Kriterien darüber hinaus und ob die Abwägungsregel, die der EuGH getroffen hat, nämlich eine Vorfallsregel, wenn man so möchte, dann für den Datenschutz oder Persönlichkeitsrechtsschutz dort zu konstatieren, so gelungen ist, das wurde doch deutlich kritisch gesehen. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir genau, was wir zu verhandeln haben. Ein Punkt ist noch in der Kaskade, um den Ausdruck von Herrn Bill nochmal aufzunehmen. Ich glaube, die Frage, ob Landgerichte oder Verwaltungsgerichte, das lösen wir in Deutschland irgendwie, das ist eine ziemlich nachrangige Frage, sondern die Frage ist, ob erst Datenschutzbehörden und dann Gerichte oder gleich Gerichte ohne Datenschutzbehörden. Das ist nochmal eine spannende Frage. Ja, oder parallel. Sie können vom Landgericht klagen oder Sie. Genau. So, also die Frage, wie man diese Kaskade löst. Und da sagt Herr Karg natürlich Datenschutzbehörden und dann gegebenenfalls Gerichte. Und Herr Burmeier sagt, die brauchen wir nicht, das machen wir Gerichte wie bisher auch ohne Datenschutzbehörden. Das ist nicht trivial wegen der Frage, wie man das den Regelungsmechanismus bei der Datenschutzgrundverordnung ansetzt. Deswegen ist ich, aber das, die Antworten sind klar, nein, Sie kommen jetzt nicht mehr dran. sondern ich muss, wie gesagt, gleich los, aber Herr Fiedler kriegt noch einmal das Wort. Ich stehe dann sozusagen gleich auf, wenn er länger redet, Frau Hogal-Grothe nimmt meinen Platz an, zu der Frage Pressefreiheit. Und da interessiert mich vor allen Dingen eine Frage. Reicht es aus, wenn in dem Entwurf der Datenschutzgrundverordnung, über die wir jetzt haben, ein Verweis auf das nationale Presserecht ist? Oder reicht das nicht aus? Wenn es ausreicht, ist gut. Wenn es nicht ausreicht, müssten wir dann etwas, was auch kompetenzrechtlich übrigens keine leichten Fragen aufwirft, müssten wir dann, und wenn ja, was in die europäische Datenschutzgrundverordnung schreiben? Bitte. Das ist die Kernfrage. Nun ist allerdings leider die Formulierung Verweis auf das Presserecht missverständlich. Im Moment ist es so, und das wurde auch im Parlament teilweise so verabschiedet, dass der Vorschlag wäre, die Datenschutzgrundverordnung führt jetzt erstmalig direkt Verbote und Beschränkungen für die Redaktionen ein. Dann muss auch die Ausnahme für die journalistische Datenverarbeitung von diesen europarechtlich unmittelbar wirkenden Verboten unmittelbar sein. Dann steht da drin, und das wurde in zwei Ausschüssen des Parlaments so beschlossen, die Kapitel sowieso finden keine Anwendung auf die journalistische Datenverarbeitung. Punkt. Das funktioniert und ist im Ergebnis der Verweis auf das nationale Äußerungsmedien- und Persönlichkeitsrecht und ist genau das, was wir die ganze Zeit hier besprochen haben, die Bereichsausnahme. Das ist
faktisch das Überlassen der Abwägung, so wie wir es jetzt haben, Bundesverfassungsgericht, BGH etc. Das ist das, was Sie wollen. Das ist das, was wir wollen. Und die Alternative wäre, wenn das politisch nicht durchsetzbar ist, dass da drin steht, die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, so wie es im Moment in der Richtlinie drin steht, die journalistisch-redaktionelle Datenverarbeitung von all diesen Kapiteln und der Datenschutzaufsicht auszunehmen. Was nicht geht, und das ist jetzt ganz wichtig, was der Rat im Moment drinstehen hat, nationalstaatliches Recht soll Datenschutz und Pressefreiheit in Balance bringen. Das ist eine totale Abkehr von dem europarechtlichen Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit. Es ist das Abändern einer europarechtlichen Entscheidung für Presse- und Meinungsfreiheit und Überlassen der Abwägung an diese nationalen Rechte hinzu. Naja, jetzt kann man auch annehmen, dass europarechtlich Datenschutz mit in die Redaktion reinregieren soll. Und das ist wirklich wäre eine Katastrophe. Und letzter Satz, Sie müssen hinzunehmen, und das darf man bitte nicht vergessen, die Planung auch, und das hat Frau Redding gestern nochmal gesagt, war, die Kommission macht etwas, was nicht ganz die Pressefreiheit schützt, weil das kriegen wir nicht hin, das ist irgendwie politisch nicht zu machen, aber das Parlament macht was Starkes und dann können wir den Rat auffangen, der häufig eher nicht so pressefreiheitsfreundlich ist. Das wurde mehrfach so gesagt. Wenn der Rat jetzt an dieser schwachen Fassung festhält und nicht was Starkes macht, haben wir im Trilog ein Riesenproblem. Und dann können wir über Recht auch vergessen, und ich weiß nicht, was alles für Dinge diskutieren, aber dann würden wir sogar den Acquis communautaire des Schutzes der Pressefreiheit in Europa aufgeben. Und das darf nicht sein. Und deshalb brauchen wir unbedingt eine klare, unzweifelhafte Ausnahme für die journalistisch-redaktionelle Datenverarbeitung von materiellem Datenschutzrecht und Aufsicht nach Datenschutzgrundverordnung. Ist schon klar. Das ist ein klares Wort, habe ich verstanden. Die Aufteilung der Rollenzuweisung durch Frau Reding finde ich allerdings nicht angemessen. Aber ist egal, das ist jetzt, das klären wir woanders. War ganz klar, Frau Roger-Grote, übernehmen Sie bitte mal meinen Platz. Vielleicht noch eine kurze Flashlight-Runde dazu. Und da wir an einer Universität sind, war ja auch die Idee, ob ein paar, die hier im Raum sind, sich noch äußern können. Ich weiß nicht, wie lange der Stream bleibt. Ich jedenfalls muss jetzt leider wirklich weg. Zu einem anderen, auch nicht unwichtigen Termin und bedanke mich für die Debatte bei allen, die beteiligt waren. Aber die Veranstaltung ist nicht geschlossen, sondern nur findet ohne mich weiter statt. Bitte. Vielen Dank. Ja, wir sind mitten in der Diskussion. Das Thema Pressefreiheit, Datenschutz zieht sich ja sozusagen wie ein roter Faden durch unsere Diskussion des Vormittags. Herr Mier, Sie wollten sich dazu äußern. Ja, im Prinzip hat Herr Fieler sehr vieles gesagt, was uns auch als Reporter an der Grenzen an der Stelle sehr wichtig ist. Und das ist auch eine Bereichsausnahme, dass die sehr, sehr zentral ist. Ich will aber noch auf einen anderen Aspekt nur den zumindest mal anticken, weil wir reden immer Pressefreiheit sozusagen aus der Sicht von Redaktionen, aus der Sicht von Journalisten. Aber Pressefreiheit hat ja auch immer zwei Richtungen, hat nämlich auch mal die Sicht der Nutzer. Und insofern will ich einerseits das Plädoyer von Herrn Fiedler noch mal unterstreichen für die Bereichsausnahme, dass das sehr, sehr wichtig ist im Rahmen der Pressefreiheit. Aber die Nutzersicht, da spielt Datenschutz eher eine Rolle sozusagen. Ich denke auch, man sollte durchaus auch darüber diskutieren, dass eben Verlage die Datenschutzvorschriften auf der Nutzerseite beachten, Tracking etc. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Punkt, den ich zumindest an der Stelle einmal anbringen will und an der Stelle sozusagen auch nochmal die Frage, die ja bei den Leitfragen anklang, die Frage des Informantenschutzes und des Datenschutzes. Da möchte ich einfach das ganz klar zurückweisen, dass Informantenschutz aus unserer Sicht jetzt keine Frage des Datenschutzes ist. Zum einen gibt es da viele wegweisende Verfassungsgerichtsurteile und ich glaube auch sehr weit entwickelt, die das sehr klar regelt. Zum anderen ist da eher auf einer ganz anderen Ebene Regelungsbedarf und das betrifft die Frage zum Beispiel eines Whistleblower-Schutzes, den wir zum Beispiel gar nicht bislang so ausreichend haben. Und das ist ein ganz anderes Thema, aber das betrifft an der Stelle, es hat an sich eine höhere Relevanz an der Stelle. Okay. Gut, so, ich habe jetzt auf meiner Rednerliste Herrn Feldmann, Herrn Professor Holznagel und Herrn Dr. Karg. Ich mache zuvor eine geschäftsleitende Anmerkung. Unser Stream endet gegen 13.30 Uhr und da wir noch eine allgemeine Fragerunde vorgesehen haben, hätte ich die Bitte, dass Sie sich kurz fassen, damit wir noch Gelegenheit für die allgemeine Fragerunde geben können. Herr Feldmann, Sie sind dran. Ja, ich würde nur kurz... Was muss ich denn hier machen?
Ich wollte noch kurz noch mal ergänzen, Pressefreiheit war ein Stichwort, das Indra Spieker eben auch genannt hat. Bei der Frage, gilt denn für Google irgendein Privileg unter dem Gesichtspunkt der Pressefreiheit, da wollte ich nochmal einen Hinweis nur erteilen. Die Pressefreiheit entfaltet auch Schutzwirkungen bei der Verbreitung der Äußerungen. Das heißt also auch in der Wirkungsdimension. Das heißt also, wenn ich dort einfach sage, ich mache alle Suchmaschinen dicht für Presseinhalte zum Beispiel, dann ist das natürlich eine sehr erhebliche Belastung der Pressefreiheit. Ich will jetzt nicht die Diskussion nochmal ausweiten aufs Leistungsschutzrecht, wo es jetzt komische Tendenzen gibt, sage ich mal. Ja. Aber in der Entscheidung Pressegrosso, Bundesverfassungsgericht, wird man das schon sehen. So, und dann ist die Frage natürlich, also der Grossist zum Beispiel, der hat auch ein Geschäftsmodell, der kann auch die Pressefreiheit für sich in Anspruch nehmen. Und warum ist der denn so anders als Google? Jetzt vom dogmatischen Grundansatz mal betrachtet. Das heißt also, wenn wir da über Regulierung von Google sprechen, dann muss man zumindest die Diskussion in diesem Punkt auch ehrlich führen. Ich will nicht sagen, dass man Google dann unbedingt gleichzusetzen hat, aber gänzlich ausnehmen würde ich das nicht wollen. Ich möchte noch die Position von Herrn Fiedler nachhaltig unterstützen. Man muss wissen, dass gerade in Osteuropa das Tor, um die Pressefreiheit einzuschränken, immer wieder der Ehrschutz ist. Und im Kern ist es diese Erfahrung, die dieses Medienprivileg begründet. Weil man könnte eigentlich sonst nicht argumentieren, warum jetzt die Individualkommunikation so anders behandelt wird als die Presse und TV. Aber dieser Punkt ist sozusagen war bisher kriegsentscheidend für die demokratische Entwicklung in Europa insgesamt. Das ist ein absolutes No-Go. Die zweite Frage, jetzt kurz rechtsdogmatisch, ich glaube auch, dass Suchmaschinen den Schutz haben der Medienfreiheiten. Die fallen in den Schutzbereich rein. Ob man sie damit in dieses Medienprivileg hineinstellt, wie die Presse, ist damit nochmal ein ganz anderes Thema. Ich möchte jetzt dieses Feld gar nicht aufmachen, weil wir das in der zweiten Runde eben diskutiert haben. Aber so einfach kann man sich das auch nicht machen. Weil wenn man es nämlich sich so einfach macht, dann könnte man zum Beispiel auch bei Fragen der Netzneutralität, also Transportfragen, gar nicht zumindest aus medienrechtlicher Sicht dort nachsteuern. Insofern glaube ich, dass diese Diskussion noch zu führen ist, aber die müssen wir jetzt nicht heute führen. Gut, dann noch Herr Karg. Ja, danke. Vielleicht eins aus unserer Sicht, dass der Widerspruch zwischen, oder ich sage mal so, der aufgebaute Widerspruch zwischen Pressefreiheit und Datenschutz, den sehen wir, beziehungsweise das Medienprivileg sehen wir insofern nicht, weil natürlich auch, und ich sage bewusst natürlich auch, die Redaktionsarbeit als auch die Presse sich an die datenschutzrechtlichen Grundvoraussetzungen zu halten hat. Die Frage ist nur, wer kontrolliert die Einhaltung derselben? Und da halten wir es für durchaus richtig und korrekt, so wie es momentan in Deutschland geregelt ist, dass es nämlich der Deutsche Presserat macht, der ja sozusagen diese Kontrolle als eigenes Gremium der Presse diese Kontrolle ausübt. Und das dauert da keine staatliche, um dann sozusagen das aufzugreifen, was wir am Anfang besprochen haben, um das sozusagen zu vollziehen. Da haben nämlich dann die Einzelnen auch die Möglichkeit, sich gegen die Tätigkeit von Presseunternehmen zu wenden. Das heißt, es ist aus unserer Sicht nicht eine Frage der Anwendbarkeit des Datenschutzrechts auf Pressearbeit, sondern die Frage des Vollzugs derselbigen. Also das einfach nochmal klargestellt an der Stelle. So, jetzt habe ich Herrn Spieker, Herrn Burmeier. Nee? So. Ja, aber Herr Graf ist... Ach, Herr Spielkamp, Sie hatten sich noch gemeldet. Und ich habe noch Herrn Burmeier hatte ich auch noch hier. Gut, das können wir, glaube ich, noch machen und dann schließen wir die Runde. Bitte. Gut, dann ergreife ich die Gelegenheit. Ja, also zum einen
Auch ich kann nur sagen, dass ich mich an der Stelle voll den Ausführungen von Herrn Fiedler anschließe und auch das, was Herr Mier gesagt hat, nochmal unterstütze. Denn die Frage hier ist ziemlich offen formuliert. Bedarf es Regelungen, um Informanten zu schützen? Und ich möchte wirklich, ich hoffe, Sie sehen mir das nach, die Gelegenheit nutzen zu sagen, ja, das kann man nicht nur alleine auf den Datenschutz beschränken, sondern es geht natürlich darum, dass ein Whistleblower-Schutz geschaffen wird, der wirklich seinen Namen verdient. Zum anderen ist es auch so, es geht in dieser ganzen Diskussion, und wir dürfen das nicht trennen, auch darum, dass es eine Überwachung, eine staatliche Überwachung gibt von deutschen und auch ausländischen Stellen, die im Moment nicht demokratisch kontrolliert ist und die natürlich eine sehr starke Einschränkung des Informantenschutzes bedeutet. Und da gibt es sehr wohl auch Möglichkeiten, diese Kontrolle zu verstärken und zu verbessern. Und wenn wir diese Frage stellen, bedarf es Regelungen, um Informanten zu schützen, dann kann man nur sagen, ja, dieser Regelungen bedarf es. Und die sind aber nicht unbedingt nur mit dem Datenschutzrecht erschlagen beziehungsweise eben auch überhaupt nicht tangiert, sondern da geht es dann eben auch um sowas wie die Kontrolle der Dienste. Ja, direkt im Anschluss daran wollte ich im Prinzip ähnliche Dinge sagen, aber noch ein weiteres Argument vielleicht vortragen. Insofern vielen Dank, Matthias, für das, was du gesagt hast. Das Argument nämlich, dass Informantenschutz nicht nur wertvoll ist im Interesse der Pressefreiheit, nicht, dass die nicht ein hinreichend hoher Wert wäre, aber Informantenschutz kann auch ausgesprochen wertvoll sein aus der Perspektive der Regierung zum Beispiel oder der anderen öffentlichen Stellen, über die Daten geleakt werden. Ich habe also dazu relativ intensiv gearbeitet, als ich jetzt ein Jahr in den USA war, was vielleicht der eine oder andere weiß, da ist es auch ein sehr heißes Thema, der quasi die leakende Regierung ist ein ganz spannendes Forschungsthema in den USA und dort sind viele Forscher inzwischen der Meinung, dass ein wesentlich weitergehender Informantenschutz, als es bislang schon anerkannt ist, den Vorteil hat, dass man auf diese Art und Weise zu einer kontrollierten Publikation von Leaks kommt. Wenn man sich also mal das Beispiel WikiLeaks vorstellt und die sogenannten Diplomatic Cables, ne, wo also Hunderttausende von Daten aus dem Auswärtigen Dienst der Vereinigten Staaten unkontrolliert ins Netz gestellt worden sind, dann hat es da sicherlich einen erheblichen Kollateralschaden gegeben. Man weiß nicht genau, wie viele Menschen zu Tode gekommen sind, vielleicht auch niemand, aber jedenfalls hat es einen großen Kollateralschaden gegeben. Wenn man sich im Vergleich dazu anguckt, wie vergleichsweise verantwortungsvoll Glenn Greenwald jetzt zum Beispiel die Informationen von Snowden veröffentlicht, dann denke ich, selbst aus der Perspektive der NSA ist es besser, dass das auf diese Art und Weise geschieht, als wenn die entsprechenden Daten bei WikiLeaks veröffentlicht worden wären. Man stelle sich das nur mal kurz vor. Das ist, denke ich, ein ganz zentrales Argument dafür, den Informantenschutz in Deutschland zu verbessern. Bislang sind Informanten letzten Endes davon abhängig, ob Geheimdienste bestimmte Regelungen restriktiv auslegen. Und sie sind davon abhängig, dass ein Ermittlungsrichter im richtigen Moment die richtige Intuition hat. Leider ist das aber nicht immer der Fall. Wir kennen alle Situationen, wo wegen vergleichsweise banaler Vorwürfe wie Beleidigungen die Durchsuchung von Redaktionsräumen angeordnet wird. Aus meiner Sicht ein Skandal. Ja, ich kenne die einzelnen Fälle nicht, aber ein Rechtsrahmen, der solche Situationen nicht eindeutig ausschließt, ein solcher Rechtsrahmen bedarf aus meiner Sicht jedenfalls der Nachsteuerung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie sich auch zur Frage des Informantenschutzes noch umfassend geäußert haben. Ich glaube, wir sollten jetzt diese offizielle Runde hier schließen. Wir haben alle drei Themen, die wir vorgesehen hatten, umfassend erörtert. Ich glaube, wir haben alle Facetten und die gesamte Bandbreite der Meinungen hier heute zu hören bekommen. Für uns war das wichtig, weil das unseren Blick schärft für die Verhandlungen, die wir in Brüssel zu führen haben, und zwar unter hohem Zeitdruck zu führen haben, die in Kürze zu Ende gehen werden. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Mitwirkung. Ich bedanke mich für Ihre prononcierten Beiträge. Ich glaube, Sie haben auch alle gesehen, dass es nicht ganz einfach ist, diese Meinungen zusammenzuführen. Und das ist jetzt die hohe Kunst, daraus sozusagen eine Verhandlungsposition zu entwickeln, die wir dann in Brüssel vertreten. Aber dafür war diese Runde ausgesprochen wichtig zu allen drei Themen, die wir erörtert haben und die wir dort auf der Agenda haben. Ich möchte jetzt Herrn Graf das Wort übergeben. Wir haben jetzt auf der Agenda eine Fragerunde sozusagen für das Publikum. Sie haben hier alle die Experten sitzen, deshalb sollten Sie sich nicht scheuen, jetzt Ihre Fragen hier loszuwerden. Herr Graf, bitte schön, Sie übernehmen jetzt. Naja, also ich glaube, ich übernehme gerne die Moderation oder die Weitergabe der Fragen und Ihre Anregungen. Und die erste Frage wäre, gibt es so Fragen? Und ich würde vielleicht auch gerne, wie
der Minister auch am Anfang gesagt hat, ein bisschen Regularien klären. Ich glaube, wir haben zwei Mikrofone im Raum oder im Saal, die bedient werden können. Und meine Bitte wäre, dass Sie vielleicht dann absehen von großen Stellungnahmen, so einfach schlichtweg Ihre Frageformulierung in den Raum stellen würden. Und dann schauen wir, wenn Sie schon jemand haben, der es explizit beantworten soll, bitte vielleicht den Namen nennen. Ansonsten schauen wir eine Runde nach, wer das klären kann. Ich glaube, da ist schon eine Meldung. Und wenn Sie auch vielleicht kurz Ihren Namen und Ihre Institution sagen würden, wie wir vorhin auch gerade getan haben. Der Livestream ist übrigens noch an und wird uns auch noch begleiten, solange wir das jetzt wollen. Bitte schön. Ja, hallo, vielen Dank. Mein Name ist Maximilian von Grafenstein. Ich schreibe gerade eine Doktorarbeit zum Datenschutzrecht. Und ich würde gern auf das Problem der verfassungsrechtlichen Doppelprüfung vom Herrn Bürmeier zu sprechen kommen und die Lösungsmöglichkeit. Und zwar ist doch das eigentliche Problem, heute haben wir vor allem die Gemengelage zwischen Datenschutz und Meinungsfreiheit diskutiert. Aber es ist ja gar nicht, es beschränkt sich ja im Datenschutz nicht nur auf Datenschutz und Meinungsfreiheit, sondern durch die Ubiquität des Internets. Und ich denke, das wird in den nächsten 15 Jahren noch ganz schön zunehmen, wird ja jeder Lebensbereich vom Internet und damit von Datenverarbeitung erfasst werden. Und damit erschöpft sich die Gemengelage auch nicht auf diese beiden Schutzgüter, wie ich es jetzt hier mal nennen möchte, sondern auf weitere. Also auf Nutzerseite könnte das die Privatsphäre sein oder eben das Selbstdarstellungsrecht in der Öffentlichkeit, aber auch einzelne Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte, genauso wie natürlich auf der Seite der Datenverarbeiter noch viel mehr Schutzgüter und Grundrechte betroffen sind. Und deswegen frage ich mich, ob quasi die vorgeschlagene Lösungsmöglichkeit hier, dass man jetzt eine spezifische Bereichsausnahme für presserechtliche oder meinungsrechtliche Streitigkeiten schafft, ob man als Alternative nicht auch andenken könnte, dass man klarstellt in der Datenschutzgrundverordnung, dass Datenschutz an sich quasi kein eigenes Schutzgut transportiert, sondern eben ein Schutzinstrument ist, um die Vielschichtigkeit der anderen Grundrechte zu gewährleisten. Was wäre damit möglich? Man könnte quasi tatsächlich an die bisher jeweils in den unterschiedlichen Grundrechtsspannungskonflikten entwickelte Rechtsprechung von den letzten Jahrzehnten quasi andocken, und man würde das jetzt quasi nicht von einem einzigen Datenschutz-Supergrundrecht absorbieren lassen. Das wollte ich nur mal so in den Raum werfen. Ja, vielen Dank. Gibt es jemand, der den Tennis- oder Ping-Pong-Schläger nimmt und den Ball zurückspielt oder kommentieren möchte? Im Hinblick darauf, dass ich direkt angesprochen bin, vielleicht nur eine kurze Bemerkung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in der Sache so weit auseinanderliegen, ehrlich gesagt. Mir ging es ja vor allem darum, die Diskussion möglichst klar zu strukturieren und quasi zu verhindern, dass wir einmal eine äußerungsrechtlich versus persönlichkeitsrechtliche Diskussion führen und dann eine weitere äußerungsrechtliche versus datenschutzrechtliche Diskussion. Mir ging es darum, die Argumente zu integrieren, und ich denke, Sie haben in der Tat wichtige Argumente gebracht, die bislang vor allem Subspezie Datenschutzrecht diskutiert worden sind, aber ich denke, nichts hindert uns daran, die in die unmittelbare äußerungsrechtliche Diskussion zu integrieren. Das war ja genau mein Punkt. Wir sollten aus meiner Sicht grundsätzlich die äußerungsrechtliche Debatte führen und uns dann überlegen, ob es bestimmte gleichsam Erkenntnisse aus dem Bereich des Datenschutzrechts gibt, die wir in dieser Form bislang noch nicht diskutiert haben. Nur sollten wir keine Doppelstrukturen einführen und zwei quasi parallele oder aufeinander aufbauende Rechtsrahmen schaffen. Das war mein Argument, denn nach aller Erfahrung, die ich habe mit äußerungsrechtlichen Streitigkeiten, sind die ohnehin schon schwierig genug in der Abwägung. Und da brauchen wir ganz sicher keine zwei Abwägungen, die sich dann auch noch zu 80% oder 90% überlappen. Das wäre mein Statement. Danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, hier Dr. Karg möchte dazu auch Stellung nehmen. Ja, also Sie können natürlich soziologisch betrachtet Datenschutz auch als sozusagen verfassungsrechtlich notwendige Bedingung einer modernen Gesellschaft begreifen und sagen, also sozusagen es ist eine Trennung im Prinzip von Machtausübung durch Begrenzung des Informationsflusses. So können Sie es verstehen. Aber ich will Herrn Burmeier in dem Falle zur Seite springen und sagen, ja, wenn Sie sich alleine das Verhältnis zwischen Anwendbarkeit des Telemediengesetzes und des Bundesdatenschutzgesetzes angucken und die dazu veröffentlichte Literatur, greift das Telemediengesetz auch auf die Inhaltsdaten zu. Was sind überhaupt Inhaltsdaten im klassischen Sinne, dann merken Sie, wie schwierig nur in diesem im Zusammenspiel zwischen diesen beiden Aspekten sozusagen die Auseinandersetzung ist. Also insofern würde ich tatsächlich auch dafür plädieren, und das wäre sozusagen auch auf europäischer Ebene natürlich zu empfehlen, zu sagen, man macht eine Regelung aus einem Guss, so schwierig das sicherlich im Einzelfall dann sein kann.
Ja, dann bitte, wir haben eine weitere mit Professor Gostomczyk, bitte. Ja. Also vielen Dank für Ihre Analyse. Ich halte die für absolut zutreffend, nämlich die Frage, ob unter den Vorzeichen von Big Data die individualrechtliche Schutzkonzeption überhaupt noch zeitgemäß und hinreichend angemessen ist. Also da teile ich Ihre Analyse. Die Frage ist nur, welches rechtsdogmatische Konzeption würde die neuen Bedingungen hinreichend auffassen. Und da bin ich genauso ein Suchender wie Sie gerade offenbar in Ihrer Arbeit. Wir sind alle offenbar suchend. Darf ich fragen, gibt es sonst weitere Fragen aus dem Publikum? Scheint, dass die Mittagszeit zumindest auch eine gewisse Versuchung in sich trägt. Und dann sollten wir eigentlich, wenn die mir beisitzende Staatssekretärin im Einspringt, unser, ich glaube, ein gelungenes Experiment beenden. Hoffentlich gibt es eine Fortsetzung in anderem, vielleicht mit anderen Themenschwerpunkten. Und ich darf mich im Namen aller herzlich bedanken dafür, dass Sie gekommen sind, für Interesse unserer Referenten, die mit sehr hoher Fachkunde und für mich erfrischend mit wenig Aufgeregtheit das Thema bearbeitet haben und Input gegeben haben. Und ich denke, dass das doch das ein oder andere noch einmal klargestellt hat und richtig in den Rahmen gebracht hat. Ja, dann danke ich noch der, glaube ich, zum Abschluss der, Sie sind als Vertreter unseres Gastgebers noch hier. Herzlichen Dank. Last man sitting. Bitte? Ich sage last man sitting, ja. Also im Namen der Herdeschool nochmal herzlichen Dank an die Runde zu sagen. Ich glaube, das hat uns alle sehr gefreut, dass es hier stattgefunden hat. Und ich glaube, das große Interesse, das sich hier auch in der Studierendenzahl reflektiert sieht, das tut einiges dazu bei. Also wir stehen, glaube ich, gerne weiterhin als Veranstalter von solchen Events hier bereit. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dem allen Mitwirkenden im Vorfeld nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, die mitgeholfen hat, das inhaltlich auch vorzubereiten. Ich weiß, dass das eine nicht leichte Aufgabe gewesen ist. Natürlich Ihre Bereitschaft, der hier Anwesenden heute hinzukommen und Ihren Sachverstand einzubringen. Ganz, ganz herzlichen Dank und danke, dass Sie noch eingesprungen sind und doch das Ganze noch mit der offenen Fragerunde haben ermöglichen können. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und ich weiß nicht, einen guten Feiertag kann ich auch schon, glaube ich, Ihnen wünschen. Falls noch nicht, einen guten Rückkehr zum Arbeitsplatz und wir sehen uns wahrscheinlich zu der Thematik wieder. Vielen Dank.